Das Jahr 2012 war ja ein Jahr, in dem nicht nur durch das sogenannte Ende des Maya-Kalenders Befürchtungen geäußert wurden, sondern eben auch die Erwartung, dass sich am Bewusstsein der Menschen etwas verändert, sich etwas anhebt, dass also hier so etwas wie ein Bewusstseinssprung am 21.12. um Mitternacht stattfinden sollte. Das sind Dinge, die so mechanisch natürlich nicht stattfinden. Gleichwohl die Frage, gibt es so etwas wie einen Bewusstseinswandel? Gibt es einen Abschied aus 3D? Gibt es da etwas Neues? Das ist etwas, über das wir uns im folgenden Gespräch unterhalten wollen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße dich, lieber Joe, ganz herzlich hier in Leipzig im Studio Tolles und Studio. freue mich, Ja. dass wir jetzt einmal umgekehrt auch die Möglichkeit haben. Ich war schon oft Gast bei dir und wir haben viele unterschiedliche Themen aufgegriffen. Das Thema 3D, das Thema Bewusstseinswandel zieht sich ja von Anfang an, diese Thematik, quasi als roter Faden durch deine Arbeit, schon bei unserer ersten gemeinsamen Internet-TV-Plattform, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, war das ein Thema. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich spüre natürlich, dass wir eine Welt haben, die sich sehr stark verändert und die sich auch stark verändern muss. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, wir sehen hier bei unserem Studio-Hintergrund den wunderschönen Planeten Erde und eigentlich nur einen Ausschnitt. Und wie verletzlich die Erde ist. Wir wissen, dass da irgendwo Ozeane von Plastikmüll auf Kontinente große Abfälle sind, dass Radioaktivität von Fukushima über den Pazifik nach Amerika schon schwimmt und so weiter. Wir haben also gewaltige Probleme. Und wenn es keinen Bewusstseinswandel gibt, dann haben wir wirklich ein ganz großes Problem. Und du hast es den 21. Dezember 2012 angesprochen, war ja so ein Stichtag, aber ich habe auch vorher immer gedacht, ich glaube nicht, dass das so ein Eben, Fingerschnipp und dann ja. ist auf einmal das gut. Und das wird auch nie so sein, das ergibt auch keinen Sinn. Also ich weiß, dass ganz viele Menschen, die waren natürlich dann schon enttäuscht. Und ich habe eine Sendung gemacht, da habe ich mich selber vor die Kamera gesetzt, habe die genannt, der 2012-Kater, weil ich spürte, dass ganz viele Menschen wirklich schwer enttäuscht waren, dass doch an diesem Datum nichts passiert ist. Und auch ich habe das so ein bisschen, obwohl ich nicht gedacht habe, das passiert sofort was, wir sind jetzt alle auf 5D und alles ist gut, aber dass man doch vielleicht irgendwas gemerkt hätte, merkt man ja so nicht. Aber deswegen ist es mir wichtig, das klarzumachen, dass das immer ein Prozess sein wird. Und alle Menschen, die hoffen, es gibt irgendwas hier oder es kommt der Erlöser oder es kommen die Außerirdischen und retten uns und dann ist auf einmal alles gut. Oder die Leute fragen, wann meinst du denn, wie lange dauert das denn noch? Und dann frage ich ja, ja bis wohin? Also die meinen, es gibt irgendwann einen Punkt, wo alles gut ist und dann ist Schluss. Ja, aber wenn dieser Punkt erreicht wäre, wie geht es dann weiter? Ist dann das Ende des Lebens oder was? Weil das Leben ist ja Wandel. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir irgendwo einen Erlöser oder eine Erlösung oder etwas erleben werden oder so einen Zeitpunkt, wo alles gut ist, aber gleichwohl doch einen Wandel feststellen können, der stattfindet, wenn auch sehr viel langsamer. Und manchmal denkt man wirklich, irgendwie sieht es ja doch nicht so aus, aber man kann es so und so sehen. Wir sehen natürlich ganz viele Entwicklungen auf der Erde, die wirklich beängstigend sind, die gehen in Richtung neue Weltordnung. Also die Zügel werden immer strammer gezogen und es wird alles immer mehr kontrolliert, ob wir jetzt NSA-Überwachung oder tausend Themen ansprechen. Die FEMA-Camps in den USA, wo also riesen Gefängnisse, wo 100, ich weiß nicht, wie viele Millionen, Menschen ja. reingehen, die Patronen, Millionen Hohlspitzgeschosse, die Homeland Security bestellt hat. Es gibt wirklich beängstigende Dinge auf diesem Planeten und Fukushima und was weiß ich noch alles. Und du kennst es. Du hast ja, wenn du das aufzählst und wenn du du hast das Thema Plastik angesprochen und die ganze Umweltzerstörung und so weiter, die ja in den letzten Jahrzehnten noch mal kräftig einen Kick erfahren hat. Golf von Mexiko redet schon gar keiner mehr drüber, was da unten
stattfindet, ist für die Tiere, für die Flora da unten, für die Fauna eine Vollkatastrophe. Und das hat Obama angeblich gelöst. Gar nichts ist gelöst. All die Dinge, die sind ja eher ein Indikator dafür, dass es schwieriger wird. Wo würdest du denn mal ein Zeichen des Optimismus hernehmen, zu sagen, also ja, nicht nur wir brauchen diesen Bewusstseinswandel, sondern wir sind auch mittendrin. Wir sind irgendwo, vielleicht auf dem ersten Stüfchen, aber ja. Irgendwo gibt es schon mal so einen ersten Schritt. Also ich sehe es in vielen Dingen optimistisch und ich denke immer, man könnte vielleicht sagen, es könnte ja noch viel schlimmer sein. Wir könnten den Dritten Weltkrieg schon lange haben. Du kennst es, glaube ich, auch, dass es Pläne gab für 3 Weltkriege. Die ersten und zweiten, die haben stattgefunden, genauso wie geplant, wie die wirklich geplant waren und auch die Ziele sind erfolgt worden. Der Dritte Weltkrieg, der ist auch geplant mit spezifischen Zielen, nur der hat so noch nicht stattgefunden, obwohl man natürlich sagen kann, es gibt überall Kriege, aber ich sehe ihn noch nicht als den Dritten Weltkrieg. Man versucht seit Jahren den Iran anzugreifen, Syrien und so weiter, das klappt auch alles nicht so. Auch andere Dinge, also die Dinge funktionieren nicht mehr so nach Plan wie früher, weil ich glaube, das ist sowas wie eine Vorstellung, wie stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Situation haben wir, weil selbst die Falken in den USA jetzt sagen, wenn der Iran angegriffen werden soll, dann sagen die, Moment mal, was kostet uns das an Blutzoll, an Geld? Schaffen wir das? Iran ist noch mal viel größer als der Irak. Und damals habt ihr schon erzählt, die haben Massenvernichtungswaffen. War eine Lüge. Jetzt wollt ihr erzählen, ja, der Iran, der könnte Atombomben bauen. Jetzt sollen wir noch ein viel größeres Land noch mal wieder angreifen, obwohl das damals ja schon in die Hose gegangen ist. Das heißt, da findet schon ein Wandel statt, einfach indem man auch merkt, das, was wir eigentlich die ganze Zeit gemacht haben, funktioniert eigentlich nicht mehr. Und wenn ich mir vorstelle, im Ersten und Zweiten Weltkrieg oder in anderen Kriegen, da waren die jungen Männer, die waren immer, ja, ich werde Soldat, ich werde kämpfen für mein Land, weil da sind ja die Bösen. Und es ist mir für mich selbstverständlich, als junger Mann jetzt in diesen Krieg zu ziehen, ist heute nicht mehr so. Selbst in Amerika fragen sich die jungen Leute, wenn ich jetzt zur Armee gehe, komme ich vielleicht mit Posttraumatik-Stress-Syndrom zurück oder mit Appenbeinen? Wenn überhaupt, wenn ich zurückkomme, aber schwer geschädigt und werde dann noch schief angeguckt hier, will ich das eigentlich noch? Und dann noch für Ziele, wo man fragt, haben die uns angegriffen oder ist die Gefahr tatsächlich, dass wir angegriffen werden? Das ist ja alles durch Lügen, auch 9/11, dass man sagt, jetzt wir müssen da die Länder angreifen, weil da der Terror sozusagen ausgebrütet wird. Ja. Und inzwischen wird selbst das hinterfragt. In den USA glauben schon 2/3 der Bürger nicht mehr an die offizielle Version von 9/11. Da sehe ich eindeutig, dass das nicht mehr so klappt wie früher. Früher hat die Kriegspropaganda geklappt, da sagt man, da ist der Böse. Da müssen wir jetzt aufrüsten und da müssen wir, haben alle geglaubt, weil die Massenmedien natürlich da auch viel mehr unter Kontrolle waren. Heute haben wir das Internet und Sachen, wie du sie machst oder ich sie mache und viele andere sie machen, nur wieso auch hier das Studio. Das trägt dazu bei, dass diese Dinge hinterfragt werden, die früher nicht hinterfragt wurden und die Sachen analysiert werden. 9/11, da gibt es tausende von Seiten, die wirklich minutiös einzelne Aspekte untersuchen. Oder jetzt dieses Boston-Marathon-Anschlag. Bild für Bild analysiert wird und man dann sieht, Moment mal, da sind Schauspieler, die diesen Terroranschlag vorbereiten, die auf einmal mit Kunstblut und dann mit einer Prothese da im Rollstuhl und die bereiten sich da drauf vor und dann gibt es ein Zeichen, so jetzt geht's los und so. Und das wird Frame für Frame. Und dieses Startsignal Action jetzt hat man dann vergessen rauszuschneiden. Genau, und Frame für Frame wird das analysiert und dann wird es einem wirklich deutlich, was wir ständig belogen werden. Sämtliche Terroranschläge, die ja dann als Begründung für Kriege herangezogen werden, die werden analysiert, hinterfragt, Gott sei Dank. Ich sehe da schon einen deutlichen, oder das Beispiel mit der Schweinegrippeimpfung. Ne, normalerweise war da geplant, dass man wirklich die Bevölkerung durchimpft und die Leute, die nicht freiwillig hingehen, da sagt man, naja, die 10%, also die sind ja jetzt eine Gefahr für den Rest, die müssen wir jetzt zwangsimpfen. Ich
denke, das war so ein ähnlicher Plan. Nur dann haben ganz viele Menschen, obwohl sie ja vielleicht jetzt nicht wirklich sich mit Impfkritik befasst haben, das Gefühl gehabt, Moment mal, irgendwas stimmt nicht. Die Bundeswehr, die kriegen anderen Impfstoff als wir. Ja. Irgendwas ist doch da komisch und warten wir vielleicht mal ab. Das heißt, das hat überhaupt nicht geklappt und inzwischen ist das Thema erledigt. Aber dann kamen andere Grippen und andere. Und da hat schon keiner mehr dran geglaubt. Ja, genau. Und die nächsten kamen dann. Genau, ja. Das gab ja vorher Vogelgrippe und SARS und ständig neue Epidemien, die irgendwo ausgebrütet werden. Und das wird heute alles hinterfragt durch die alternativen Medien, durchs Internet. Also insofern, einer der, ich sag mal, Hoffnungspunkte, den du ansprichst, wäre das Internet, wäre also die Möglichkeit einer sicherlich in vielen Bereichen chaotischen, sicherlich in vielen Bereichen falschen oder fragwürdigen sicherlich auch falschen Informationen, aber einer nicht kontrollierbaren, eben auch zutreffenden Information, das Meinungsmonopol des Mainstreams vor 10 Jahren, da musstest du, da warst du auf Spiegel und Stern und Welt und FAZ und so etwas angewiesen. Heute brauchst du das alles gar nicht mehr, weil du einfach Alternativmöglichkeiten hast. Als ich angefangen habe, da gab es eben auch kein Internet. Da habe ich noch irgendwie Texte geschrieben, die man auf dem Kopierer, auf dem Fotokopierer dann kopieren konnte, um es zu verteilen. Ja. Oder dann kam ein Computer und man konnte Disketten vielleicht verteilen. Aber heute geht das so schnell, die Information. Kaum ist irgendwo auf der Welt irgendein Ereignis, wird das genau angeguckt. Was ist da passiert? Und da stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Ja. Also insofern ist Internet, glaube ich, Ein ganz wichtiger Punkt, der deutlich macht, dass es so etwas wie einen Hoffnungsschimmer gibt. Du hast einen zweiten angesprochen, quasi indirekt, indem du sagst, die Menschen in den Vereinigten Staaten, soweit ich habe eine Zahl gesehen, sogar von 3/4, glauben nicht mehr an die Push-Lügen im Zusammenhang mit 9/11. Bedeutet aber, und das ist eigentlich das Interessante, dass die Menschen in der Masse anfangen, sehr viel kritischer zu sein und zu werden und gehe hierzulande in die Blogs, in die Foren, auch beim Mainstream, und du bist überrascht, was dort für ein Artikel, jetzt hat kürzlich das ZDF entdeckt, was für ein Wohlstand in Spanien ausbricht und wie toll dieses Land da steht und wie toll der Euro dem Land gut tut. Man muss schon eine ganz eigenartige Brille aufhaben bei 50% Jugendarbeitslosigkeit und einem Land, was absolut pleite ist, zu sagen, ist alles in Ordnung und so weiter. Aber wenn man dann liest, was in den Foren stattfindet, wie die Journalisten geprügelt werden, ob ihrer völlig blödsinnigen Berichterstattung, als wäre das auch so ein Punkt, wo man sagt, das macht Mut, die Menschen fangen an aufzuwachen. Absolut, und das ist klar, die jungen Menschen, die gucken heute nicht mehr wie unsere Väter, die abends 20 Uhr die Tagesschau gucken oder heute um 19 Uhr oder wie es immer heißt, ist auch völlig wurscht. Die gucken ins Internet und die sehen natürlich die riesen Diskrepanz, die da klafft zwischen dem, was sie im Internet sehen und was der Papa noch in der Tagesschau oder im Spiegel liest. Aber auch da gehen ja die Zahlen zurück vom Spiegel und Fokus und so weiter. Das sind teilweise Zahlen, wir haben mal geguckt, Fokus-Abonnenten, teilweise erreichen wir die mit unseren Sendungen bei Wurst TV, dass das etwa schon diese Größenordnungen sind. Und ich will zu den Massenmedien einfach mal sagen, wie immens wichtig ist, was die eigentlich für eine Rolle spielen und die sie leider nicht spielen. Wenn wir uns diesen Planeten angucken, wir können nicht alle Menschen jetzt irgendwie zwangsbeglücken mit irgendwas, aber die Massenmedien hätten eigentlich die Möglichkeit, Milliarden Menschen zu erreichen mit bewusstmachenden Botschaften. Und dann, ich glaube, man könnte diesen Planeten innerhalb kurzer Zeit verändern, indem man einfach das Bewusstsein schärft über Dinge, die auf dem Planeten vorgehen. Es wird einfach nicht gemacht. Das heißt, die Massenmedien machen nicht ihre Aufgabe, gerade in dieser Zeit des Bewusstseinswandels, die Menschen zu begleiten. Ganz viele Menschen haben
Sorge und Ängste und wissen nicht, wie sie mit diesen Zeiten umgehen sollen. Es wäre eigentlich Aufgabe der Massenmedien, sie da zu begleiten und eine Orientierung zu geben. Diese Orientierung ist absolut nicht da. Es läuft der größte Scheiß, wer wird Superstar und so. Und die jungen Menschen wollen alle nur noch Superstar werden. Ja, weiß ich nicht, was das für Zukunftsaussichten German sind. German Next Top Model. Ja, man kann es ja mal versuchen, genau. Aber diese Aufgabe wird von den Massenmedien nicht erfüllt, deswegen machen so Außenseiter wie wir, ohne dass wir da jetzt das Geld von öffentlich-rechtlichen Medien oder was auch immer bekommen. Aber das ist ja auch okay. Also du und ich, wir machen das aus einer inneren Überzeugung und wir werden dafür teilweise noch geprügelt, aber das ist auch okay. Und wir merken, dass wir auch immer mehr gesehen werden. Der Punkt mit dem gesehen werden ist insofern... Du hast angesprochen den Iran und Syrien, was ja so nach den Lügen von Afghanistan und Irak und Libyen so die nächste Kiste gewesen ist auf der Planung, um hier ein Land wieder platt zu machen. Es war einmalig und erstmalig in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass einer der höchstrangigen Generäle gesagt hat, ich mache hier nicht mehr mit. Das ist etwas, jetzt ist Schluss. Und auch der Umstand, er hat dann die Frage gestellt, wieso müssen eigentlich amerikanische Soldaten sterben an der Seite von Al-Qaida-Terroristen? Denn das sind die, die in Syrien den Terror machen und die in Libyen das schon gemacht haben, sodass man sich natürlich dann als Amerikaner sagt, also das waren doch vor 5 Minuten eigentlich noch die schlechten, bösesten überhaupt, weswegen wir in den ganzen Kampf gegen den Terror eingestiegen sind. Jetzt steigen wir um und das sind jetzt Best Friends und mit denen machen wir jetzt mal eben Syrien und Iran platt. Also da fängt die Generalität sogar an aufzuwachen. Es hat auch mal ein General gesagt, ich werde wegen Ihnen nicht den Dritten Weltkrieg anfangen. Ich war das, glaube ich, im Kosovo, als die chinesische Botschaft bombardiert wurde. Ich weiß es nicht mehr. Also es gibt schon Situationen, wo selbst die Generäle natürlich auch merken, Moment, wir haben vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen, dass noch ein Dritter Weltkrieg geplant ist. Das ist also eben nicht nur irgendwie so ein schwammiger Begriff, sondern man weiß, da gibt es bestimmte Hintergrundmächte, die spielen bestimmte Spiele, die spielen Teile und Herrscher, die bringen die Menschen gegeneinander und wir sind nachher auch Opfer letztlich. Auch wenn wir General sind, nützt uns das nichts, wenn wir nachher die Welt zerstören durch einen Atomkrieg oder der Dritte Weltkrieg könnte ja noch ganz andere Dimensionen haben als der Erste und Zweite Weltkrieg. Das heißt, da findet ein Wandel statt und muss stattfinden, auch in denen in den Reihen der Ausführenden. Und es muss ja, also wenn wir diese Hintergrundmächte betrachten, die ja irgendwie versuchen, alles zu kontrollieren, das ist ja ein bisschen wie bei James Bond, der eine, der die Weltherrschaft erlangen will. Aber es gibt ja so ein paar Verrückte, die irgendwie alles kontrollieren wollen. Aber sie brauchen da, man kann eben nicht 7 Milliarden Menschen einzeln in Handschellen legen. Man braucht schon das über Bewusstsein, indem man einfach das Bewusstsein auf einer Ebene hält, wo man die Menschen in Angst hält und kontrollieren kann. Mind Control steht da hinten dran, ein wichtiges Thema. Und aber auch die Ausführenden, die Polizisten und die Soldaten, die lesen ja auch im Internet und sagen, haben schon mal gelesen, naja, da sind ja Ziele. Und wenn irgendwann dieser Zeitpunkt wirklich kommt, wo diese neue Weltordnung sozusagen zwangsdurchgesetzt wird und diese FEMA-Camps gefüllt werden müssen und diese Munition zur Anwendung kommt, um jetzt die renitenten Bürger wirklich in die Camps zu bringen, da muss sich dann jeder Polizist und jeder Soldat oder von der National Guard oder wer immer da eingesetzt wird, muss sich dann wirklich fragen, will ich das? Bin ich dann nicht der Nächste? Bin ich als Gefängniswärter wirklich glücklicher in einer Welt, wo die meisten Menschen, die noch frei denken, irgendwo im Gefängnis sitzen? Ist das wirklich eine Welt, die ich auch haben will? Es trifft im Zweifelsfalle ja auch die eigenen Familien. Das ist ja das, wo das Nachdenken dann wirklich losgeht. Wenn ich dann als US-Soldat oder egal Bundeswehr oder wer auch immer anfangen muss, auf die eigenen Leute zu schießen. Insofern, du hast jetzt angesprochen, Stichwort Hintergrundmächte. Wir sind in einer Situation, wo, und das ist vielleicht auch so ein Punkt des Positiven am Beispiel Iran, wo die Instrumentalisierung der USA als militärische Keule und Knüppel
erstmals in der Geschichte der USA. Die hat sich schon seit 2 Jahrhunderten missbrauchen lassen als solche, als ein solcher Knüppel letztendlich von Finanzmächten nicht mehr funktioniert hat. Israel schäumt, weil es jetzt einen Vertrag gibt über das Atomprogramm des Iran. Ne? Also eigentlich das, was die Welt wollte, eine solche Kontrolle. Und trotzdem regen sich dann die Falken unverändert darüber auf. Aber ein Beispiel auch dafür, wie Dinge sicherlich, und insofern haben wir da einen kleinen Beitrag zu geleistet, und jemand wie Alex Jones und viele andere, David Icke und andere Freunde, haben ihren Beitrag in ihren Ländern, im Terre-Maison in Frankreich, dazu geleistet, um hier ein Aufwachen zu organisieren. Und David Icke ist ein schönes Beispiel, weil er gerade so The People's Voice macht, ein weltweites Internetprogramm, round the clock sozusagen, 24/7. Wir werden davon bewusst TV und ihr vielleicht auch irgendwo Programme mit einbringen. Und vor ein paar Jahren, da wurde der noch belacht, weil der natürlich so abstruse Ideen hatte und auch Sachen geschrieben hatte, wie über diesen rituellen Missbrauch von Kindern. Und jetzt ist in Großbritannien ein bekannter Fernsehstar, Jimmy Savile, ist bekannt geworden, dass er eben Kinder missbraucht hat und ganz grausame Dinge, und dass das BBC und dass die Royals da irgendwie mit zu tun haben. Die Sachen kommen also raus, und die Leute, die früher noch gesagt haben, der spinnt total. Jetzt kann man es nachlesen. Hoppla, stimmt ja vielleicht doch. Und der hat ja auch noch andere Sachen gesagt. Es geht ja nicht nur um diese äußeren, auch diese negativen Dinge und die Kriege und die Hintergrundmächte, sondern ich glaube, Bewusstseinswandel ist wirklich etwas, was uns als Menschen vielleicht wieder, dass wir uns wieder darin erinnern, was wir wirklich sind. Und das ist Davids Botschaft. Der hat ja an dem Wembley Arena, hat er 6.000 Menschen gehabt, den ganzen Tag gemacht. Und die Botschaft war, remember who you are. Und was sind wir? Wir sind nicht hier dieser Joe Conrad als Autor oder als Moderator oder als Taxifahrer oder der Versicherungsverkäufer oder was auch immer, sondern wir sind geistige Wesen, die hier inkarniert sind, in diesen Körper, in einer Welt, die materialistisch ist, aber wir sind trotzdem geistige Wesen. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern. Wir werden eben in dieser Welt, in der Schule, weder in der Schule noch in der Politik, noch von den Massenmedien, noch in der Kirche, quasi daran erinnert, dass wir eigentlich geistige Wesen und vielleicht sogar Schöpferwesen sind. Unverwechselbar, autarke und frei. Einzigartige Wesen. Ja, genau, aber wir sind, im Grunde sind wir einzigartige, aber wir sind viel mehr, als wir glauben, dass wir sind. Und wenn wir uns daran erinnern, dann sind diese Hintergrundmächte, die versuchen, uns davon abzuhalten, dass wir uns daran erinnern, dann sind die sozusagen am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das Wort sage, wird das ausgepiept, aber bei uns vielleicht nicht. Jedenfalls verändert sich da hoffentlich auch viel, und es muss sich etwas verändern. Wir sind so gepanzert eigentlich und abgehalten davon, auch unsere Liebesfähigkeit zu entwickeln. Du hast mit der Dagmar ganz tolle Gespräche gemacht über Bindung und über Schule und was da alles im Argen ist, dass Kinder schon ganz früh gepanzert werden und ihre menschlichen Qualitäten eigentlich gar nicht leben. Und wir müssen das, glaube ich, jetzt uns auch bewusst machen, dass wir eigentlich eine Qualität haben, die uns unterscheidet von den Maschinen und den funktionierenden Robotern, die gewünscht sind von diesen Hintergrundmächten, die ja eigentlich nur schöne neue Welt eben aus Brutkästen diese Bioroboter da erzeugen wollen oder was auch immer. Genau. Wenn sie es könnten, wären sie bei Huxley das Ganze dann laut Georgia Guidestones reduziert auf 500 Milliarden Menschen. 6,5 Milliarden, die sind quasi menschlich zu entsorgen und Schrott. Also die Pläne sind so menschenverachtend, dass man über die Dinge eigentlich gar nicht zu diskutieren braucht. Und wenn du dann sagst, dass der Alternativentwurf, also die Alternativrealität, die unverwechselbare, eigenständige, freie, autarke Seele, die jedes einzelne Lebewesen mit sich trägt und letztendlich ist, dann sollte man da wieder mal auch in die eigene Kraft dann kommen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die eigene Kraft. Wir werden ja von klein auf wirklich klein gemacht und immer wieder gestutzt und kriegen immer wieder Nackenschläge sozusagen, dass wir sagen, okay, ich sag ja nichts. Ne? Und uns passiert das ja auch so, dass wir im Grunde
in eine Ecke gestellt werden, wo es schon unbequem ist. Und ich glaube, sobald man den Kopf aus der Masse hervorhebt, dann kommt eigentlich schon mal irgendjemand mit der Fliegenklatsche und haut drauf. Und die meisten ziehen natürlich den Kopf dann wieder ein. Aber es ist durchaus möglich zu sagen, okay, ich halte das aus, auch wenn ich merke, ich bin nicht bei allen beliebt, aber ich weiß, dass aus meinem tiefsten Herzen das, was ich mache, dass das wichtig und richtig ist. Ich könnte nicht irgendwie was anderes machen. Ich könnte nicht bei einem neuen Live irgendwie Moderator sein und ruf doch an hier, das muss man doch wissen, statt mit 5 Buchstaben mit B, ruf doch an, wieso ruft da keiner? Das könnte ich nicht, ne? Auch wenn ich vielleicht das vom Ego auf mein Gesicht auch und in der Kamera hätte. Und wenn es nicht besser bezahlt wäre. Ich weiß es nicht genau. Mit Sicherheit. Aber ich könnte es nicht machen. Ja. Ich könnte es nicht machen. Und das heißt, wir sollten uns daran erinnern, wer wir sind, was wir sind, dass wir geistige Wesen sind und dass wir diese Welt verändern können in eine Welt der Liebe. Aber wir können eben nicht warten, dass irgendjemand kommt, irgendein Erlöser oder irgendein Datum und dann ist alles auf 5D und alles gut, sondern wir sind diejenigen, die es machen müssen. Wir sind selber Schöpfer, wie du gesagt hast. Und damit sind wir genau bei dem Punkt. Wir haben es ein Stück weit selber in der Hand. Wir können als Journalisten Orientierung liefern in vielen Bereichen, wie ich mein Leben anders organisieren kann, wie ich weniger umweltverschmutzend, nachhaltiger arbeiten kann, wie Erziehung aufgebaut werden kann und wie ein Geldsystem aussehen könnte, was nicht auf Wachstumswahn und Zinswahn organisiert ist und. Orientierung können wir liefern. Das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Orientierung haben. An wem sollen wir uns denn orientieren? An Frau Merkel oder Herrn Schäuble oder Herrn Obama? Aber an wem können wir uns orientieren? Wo würde ich wirklich sagen, Mensch, das ist jemand, wo ich sage, boah, Donnerwetter, das sind wirklich keine Leute, die irgendwie aus dem Mainstream bekannt sind. Wenn es Leute sind, sind das wirklich die Außenseiter. Und die Orientierung, uns zu erinnern, dass unsere Liebesfähigkeit wirklich auch ein schöpferischer Vorgang ist. Das heißt, wir können da, wo wir hingehen, ein Feld um uns herum aufbauen, dass die Dinge verändert werden. Das heißt, wir können an einen Ort gehen, wo es schlecht ist und können entweder sagen, ja, dann geht es uns da auch schlecht und wir übernehmen die Energie oder wir bringen unsere Energie da hinein. Wir sind uns dessen nicht bewusst, weil es uns keiner sagt. Deswegen ist es wichtig, dass es gesagt werde und ich möchte das hier wirklich auch sagen, weil es eine wichtige Botschaft ist und die ich auch immer wieder vergesse. Deswegen ist es auch immer wieder gut, dass wir uns gegenseitig daran erinnern und dass ich Freunde habe, die immer wieder, wenn ich down bin, mir sagen, pass auf, Joe, du bist doch viel mehr, du weißt es doch. Du kannst dich innerlich entscheiden, entweder ich lasse mich jetzt von dieser Welt runterziehen, weil ich sage, es geht sowieso alles den Bach runter. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr und das Wetter ist mies und ich fühle mich auch ganz mies und so. Das kann, da kann man sich reinsteigern und dann geht es wirklich in so eine Abwärtsspirale. Oder ich kann sagen, Moment mal, nee, ich will ja eigentlich woanders hin. Ich will ja schon dahin, wo es schön ist, wo die Menschen respektvoll miteinander umgehen und respektvoll mit diesem Planeten umgehen, der so kostbar ist, dass mir die Tränen kommen, wenn ich dran denke, was da alles an grausamen und entsetzlichen Dingen passieren. Und wir können, aber jeder von uns kann eben diese Qualität als Mensch in die Welt bringen und wir müssen uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir viel mehr sind als dieser kleine Versicherungskaufmann oder was weiß ich, Taxifahrer, was auch immer jemand für einen Beruf hat. Und eben auch, und das ist das, was dir wie mir in unseren Sendungen so extrem wichtig ist, diesen Selbstwert und die Wertschätzung sowohl uns gegen uns selbst gegenüber, die Rolle des freien, des autarken Menschen herauszustellen, weil das genau das Adäquate für eine solche inkarnierte Seele ist und nicht eben dieses Instrument eines tumpen Konsumenten, der dann in irgendeiner Weise jeder schwachsinnigen Verkaufsmode hinterherläuft und sagt, jetzt muss ich die Jeans und morgen die und übermorgen die und das iPad und dann das und dann jenes und dann im Wachstumswahn, im Konsumrausch. Das funktioniert aber eben nur, wenn die Menschen klein gemacht werden, voller Minderwertigkeitskomplexe. Dann sagen sie ja, oh gut, ich habe wenigstens tolle Klamotten.
Ich selber bin zwar nichts wert, aber ich definiere mich darüber. Oder es gibt natürlich viele Menschen, die definieren sich über ihr Auto, ihr Haus, ihre Yacht oder ihre Frau oder was auch immer. Und die haben natürlich ein Problem, wenn das auf einmal alles weg ist. Und wenn wir so weitermachen, dann ist das bald alles weg. Ne? Oder ja, zumindest für die meisten von uns. Aber diese Minderwertigkeitsgefühle, die haben wir alle und die sollten wir überwinden. Wir alle haben das Gefühl, wir sind nicht schön genug, nicht stark genug, nicht intelligent genug. Und man hat es uns tausendmal gesagt, das ist in unseren Zellen überall drin. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Du hast es auch gesagt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir sonst immer wieder auch in diese Minderwertigkeitsgefühle hineingehen. Und was soll ich als kleiner Mensch dann machen? Ich kann ja diesen großen Planeten nicht retten, das kann ich auch nicht. Aber wie gesagt, jeder von uns kann in seinem Umfeld doch allein durch seine positive Ausrichtung in seinem Umfeld sehr viel verändern. Ja. Und er kann, wie man heute ja auch weiß, weil das eben andernorts genauso geschieht, natürlich im Feld, ich sag mal, Akzente setzen. Morphogenetischen Feld, richtig. Genau. Und diese Akzente haben natürlich ihre Bedeutung und haben ihre Wirkung. Und wenn man weiß, da mögen jetzt ganz viele ganz herzhaft lachen und lächeln und schmunzeln. Das ist total uncool, ja. Ich meinte was anderes. Ja. Im Vorfeld dieser Einigung im Iran und im Vorfeld der Standhaftigkeit von Putins gegenüber der nächsten Attacke hat es weltweit Meditationen und Gebete gegeben, dass die da zur Vernunft kommen, die da an der nächsten Massenmord und Kriegsgeschichte und im Holocaust am iranischen Volk da gezündelt haben. Und der Umstand, dass so etwas stattgefunden hat, man wird es nie beweisen können, dass da ein Kausalzusammenhang besteht. Aber man kann doch davon ausgehen, dass diese Dinge im Feld ihre Wirkung haben und plötzlich auch am amerikanischer Außenminister zur Vernunft kommt, der eben noch den Krieg gegen Syrien mit "Wir brauchen kein neues München" und dem Faschismus begründet hat, dann plötzlich gesagt hat, na gut, jetzt machen wir eine Einigung, jetzt werden wir eben Syrien nicht militärisch angreifen. Das ist ein schönes Zeichen. Es wirkt. Wir wissen ja durch die Quantenphysik heute, dass diese Dinge sich auswirken. Wir können feststellen, dass sich unsere Gedanken auf Wasser auswirken, Emoto, Stichwort und so, du kennst das alles. Und dass sich unsere Gedanken eben auch auswirken auf die Qualität unserer gesamten Welt. Und wenn viele Menschen eben natürlich zusammenkommen und einen Gedanken aufrechterhalten, dann verändert es etwas in der Welt. Da bin ich fest von überzeugt, weil alles beginnt im Geiste. Wir sehen natürlich immer nur hier die harte Materie, aber auch das hier ist im Grunde, wenn man es genau quantenphysikalisch anguckt, im Grunde nichts. Es ist Energie, die schwingt vielleicht unter dem Mikroskop, ist das meiste, ist nichts. Es fühlt sich zwar so an, aber es wird bestimmt durch den Geist und zusammengehalten durch irgendwie den Geist. Und wenn wir unser Denken ändern, dann ändern wir auch diese festen Dinge, die wir denken, die können wir nicht verändern. Du hast das in einer anderen Sendung, das Beispiel vom Placebo- und Nocebo-Effekt. Du weißt auch, es gibt nicht nur Placebo-Medikamente, es gibt Operationen, die gar nicht gemacht werden. Kniegelenkoperationen, wo man früher das Knorpel abgehobelt hat und wo es dann besser ging, macht man heute nicht mehr. Man tut nur so. Und die Patienten, die das gemacht haben, die haben die gleiche Heilungs- und Verbesserung ihres Kniegelenks, als wenn da die Operation gemacht worden wäre, obwohl da physikalisch gar nichts gemacht worden ist. Da wurde kein Knorpel abgehobelt. Nur so getan. Und da muss man sich mal überlegen, wie stark ist denn die Kraft unserer Gedanken? Wenn wir nur glauben, weil wir diese Operation gehabt haben, geht es uns tatsächlich besser. Können wir nicht eben auch glauben, wir sehen dann, wie machtvoll das ist. Wir können glauben, wir werden krank oder wir werden gesund. Und klar, wir glauben aber lieber, der Arzt sagt, hat gesagt, du hast noch 3 Monate zu leben, werde ich dem Arzt widersprechen oder glaube ich dem? Ne? Genau. Also vor allem, wenn ich ihm widersprechen würde, durch die Frechheit, jetzt 3,5 Monate zu leben, das kann man natürlich nicht machen. Schließlich ist er ein Halbgott in Weiß. Völlig. So ist es. Funktioniert das ja noch in der Schulmedizin, dass viele Menschen eben auch dann. Wenn der Volksmund sagt, der Glaube kann Berge versetzen, ist das ein schönes Beispiel dafür, welche Bedeutung das im
gerade im Bereich der Medizin, im ganz klassischen Alltag hat. Und das Placebo ist, ich sage das immer, die Schulmedizin schimpft auf oder belächelt all diese mentalen Strukturen. Sie baut mit dem Placebo-Effekt auf genau diese. Kein einziges das meistverkaufte Medikament. Ja. Kein einziges Medikament wird zugelassen in diesem Land, was nicht signifikant besser funktioniert als Placebo. Das fällt sofort durch den Rost. Also insofern ist dieser Mechanismus ein Mechanismus, der jedem bekannt ist. Orientierung hatten wir gesagt, Orientierung geben, positive Anregungen und Modelle vorstellen, ist ein Schwerpunkt. Jetzt werden wir ja manchmal auch angegriffen von Kritikern, die sagen, also das ist eigentlich gut, mehr sollte es auch nicht sein. Und auf Kritiken und auf Missstände, auf Missständnisse und Probleme hinzuweisen, das ist etwas, was nicht funktioniert. Du hast zwei Stichworte mit dem Schicksal eines kleinen Mädchens, was jetzt im Prinzip auf der Flucht ist mit ihren Eltern. Die Antonia. Die Antonia, ein Thema aufgegriffen, was alles andere als fröhlich ist. Du hast mehrere Sendungen gemacht. Wir kennen ihn beide. Du sehr viel besser. Ich kenne ihn auch gut mit Jesse. Gemacht, ja. Wo ebenfalls alles andere als fröhliche Themen angesprochen werden. Was würdest du Kritikern sagen, die sagen, ja, das sind so Dinge, die ziehen mich nach unten. Ich will eigentlich nur noch rosa Wölkchen sehen, aber von Antonia und Jesse, also bitte lieber Joe, möchte ich eigentlich gar nichts hören. Ja, ich höre das viel, dass man doch nur Licht und Liebe und dann wird schon alles gut, kann sein, dass so geht. Aber ich glaube, im Moment ist es so, dass eben die Dinge, die bisher noch im Dunkeln waren, die kommen jetzt ans Licht, damit sie gesehen werden. Wir müssen da jetzt nicht dauernd drauf gucken, wie gebannt, wie ein Kaninchen auf die Schlange und dauernd so, oh, die Welt ist so schlecht und da werden Kinder rituell missbraucht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem Funktionieren dieses Planeten, weil eben auch Politiker erpresst werden, indem sie eingeladen werden zu einer Party und dann einen Tropfen in Sekt bekommen, wo sie dann so rattenscharf werden und dann werden irgendwo im Nebenraum Kinder ihnen zur Verfügung gestellt und dann werden sie gefilmt, wie sie, was auch immer sie da machen, dann hat man sie im Grunde ein Leben lang unter Kontrolle. Das heißt, wenn wir sagen, da will ich mich nicht befassen, dann kann das so weiter funktionieren. Wir müssen jetzt einfach diese Dinge auch, die müssen ans Licht kommen, damit sie nicht mehr im Dunkeln funktionieren. Das ist wie bei Dracula, sobald er ans Sonnenlicht kommt, dann zerfällt er zu Staub. Und diese Dinge funktionieren in dunklen Kellern und die Menschen sind zu bequem, dahin zu gucken oder sie können sich nicht vorstellen. Und es gibt Dinge, die sind so entsetzlich, dass man sie sich wirklich nicht vorstellen kann, dass Menschen dazu in der Lage sind. Da sind aber, glaube ich, Besetzungen von negativen Kräften spielen eine Rolle, weil das ist so unvorstellbar. Aber sie kommen jetzt ja auch ans Licht, damit sie gesehen werden. Es kommen ja so viele Dinge ans Licht im Moment, die vor ein paar Jahren, wer hätte man noch gesagt, so Verschwörungstheorie, jetzt sind sie im Mainstream, laufen sie im Fernsehen. Und das ist meines Erachtens auch ein Hinweis, ein Zeichen für den Bewusstseinswandel, dass wir jetzt die Dinge wahrnehmen, auch die breite Masse, die eigentlich noch zu schlafen scheint, aber immer mehr sieht, wir werden noch eigentlich nur rund um die Uhr verarscht. Und die Politiker, die letzten vorher noch gesagt haben, mit uns wird es keine Pkw-Maut geben, die werden es jetzt doch mitmachen. Und da haben wir ja auch ehrlicherweise die Ansage von der Kanzlerdarstellerin, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor der Wahl gesagt wird, nach der Wahl noch Gültigkeit hat. Und das wird künftig auch so sein. Also so ehrlich sind unsere Politiker. Das muss man ehrlich sagen. Du hast es ja gesagt bekommen. Ja. Oder Seehofer sagt, die Leute, die gewählt sind, haben nichts zu sagen. Und die bestimmen, was zu sagen sind haben. Diejenigen, die nicht gewählt sind. Also insofern ist das ja auch, da haben sie ja durchaus Klartext geredet. Aber jetzt nochmal zurück, wenn jemand wie Jesse, der bei dir im Interview eben genau von einer solchen furchtbaren, für ein Kind furchtbaren Kindheit des Missbrauchs schildert, wie er Politikern zugeführt wurde, mit was 11, 12, 13 in der Größenordnung,
dann sind das Dinge, die man sicherlich auf der Politikerseite aber auch leider oder bezeichnenderweise in den Medien nicht gerne hört. Aber da wäre ich schon auch bei dir zu sagen, solche Dinge müssen eigentlich auch mal offengelegt werden und können nicht einfach nach dem Motto, wir wollen die rosarote Wölkchenwelt haben, dann einfach unter den Tisch gekehrt werden. Dafür ist auch, das ist mal auch jemanden wie ihm und seinen Leidensgenossen, die es ja bis auf den heutigen Tag gibt, Ja. schuldig zu sagen, ihr habt persönlich ein furchtbares Schicksal erleiden müssen, dann müsst ihr wenigstens auch mal darüber reden können dürfen. Absolut, das ist meines Erachtens wichtig. Wie gesagt, man kann es auch so sehen, wenn jetzt alle Menschen wirklich in Licht und Liebe wären, dass dann vielleicht diese dunklen Sachen einfach nicht mehr klappen würden, Ja, aus energetischen Gründen. Das kann ja auch so sein, nur die meisten Menschen sind ja nicht in dieser Licht und Liebe. Und wenn wir sagen, wir dürfen nur noch auf Licht und Liebe gucken und nicht mehr auf die negativen Dinge, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wir müssen uns schon. Es ist wie ein Alkoholiker, der nicht erkennt, er hat ein Alkoholproblem, dann wird er das auch nie loswerden. Erst wenn er weiß, gut, ich trinke nicht viel, aber das meiste verschütte ich. Erst wenn er erkennt, er hat ein Alkoholproblem, dann kann er es verändern. Und wir müssen erst mal erkennen, was auf diesem Planeten für Probleme sind. Das erkennen wir jetzt immer mehr, sie werden immer deutlicher. Und wie gesagt, der Atommüll, der spült uns irgendwann vor die Küsten, obwohl wir es eigentlich da hinten ausgelöst haben. Und jetzt landet es doch vor unseren Füßen. Das ist einfach so. Ich denke, die Schöpfung ist schon so gestaltet, dass im Grunde das, was wir in die Welt senden, irgendwann zu uns zurückkommt, dass wir gucken und sagen, das ist ja irgendwie scheiße. Und dann kann man aber sagen, das hat ja mit mir nichts zu tun, aber wenn wir ehrlich sind, sagen wir, naja, im Grunde hat es schon was mit mir zu Das tun. hat ganz, ganz schnell was mit mir zu Ich habe tun. die Sache immer dem Nachbarn über den Zaun geworfen und jetzt kommt das auf einmal zurück. Da kann ich mich nicht beschweren. Und diese ganzen Dinge, die kommen jetzt hoch und das ist auch, denke ich mal, ein Aspekt des Wandels. Das mit Liebe und Licht kann man ja dennoch auch dieses liebevoll betrachten und sagen, okay, das haben die Menschen bisher so gemacht. Ich will es auch nicht beurteilen. Der andere Aspekt wäre eben wirklich so ein Rachegedanke. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, also da bei den Leuten, die das gemacht haben, die muss man alle aufknöpfen oder den Schwanz ab oder sonst was. Ich bin da überhaupt nicht rachsüchtig. Ich sagte nur, denke nur, das muss einfach gesehen werden, damit es einfach nicht mehr funktioniert. Der Fall Antonia ist dasselbe in einer etwas andergelagerten Form, weil es auch da überhaupt nicht um das Thema Rache oder sonst irgendwas geht, sondern dass man die Möglichkeit durch die Information und die Aufklärung, das ist ja letztendlich auch die erste Stufe von Bewusstseinswertung, die Möglichkeit hat, nicht nur einem solchen Mädchen und den Eltern, sondern all denen, die in einer vergleichsweisen Situation sind, eine Hilfestellung zu geben, zu sensibilisieren. Insofern Es kann ja nicht sein, dass eine Richterin ein Kind aus der Schule abholt und es in ein Heim bringt. Das ist ja nicht die Rolle einer Richterin. Da fragt man sich wirklich, warum da nicht ein Aufschrei eigentlich durch die Medien geht. Aber gut, das Ja, ist. und was ist der vermeintliche Grund? Ja, lächerlich. Zumindest also für mich. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Wir hatten das Thema, du hast es mit der Dagmar gehabt, dass jetzt im Grunde die Eltern nachweisen müssen, dass das Kind bei ihnen besser aufgehoben ist als im Heim sozusagen. Das heißt, die Beweisumkehr, Beweisumkehr, das kann es ja nicht sein. Das ist ja eigentlich das Natürliche, dass ein Kind zu Hause sein will. Und die Antonia will ja bei ihren Eltern sein. Und es kann ja nicht sein, dass sie ins Ausland fliehen müssen, damit sie zusammen sein können. Und dass sie im Heim gesagt hat, die Eltern rufen nicht an und so weiter, während die Eltern dauernd versuchen, das Kind zu erreichen, also sie dürfen aber nicht. Da ist doch irgendwas im Argen. Und dann ist es ja nicht zu sagen, ach, Licht und Liebe, sondern da muss man einfach mal hingucken und sagen, wie gesagt, auch nicht Rache, sondern einfach, das ist so, aber das müssen wir ändern, das ist kein Zustand. Einfach auch die Sensibilisierung dafür, wenn sich eine Gesellschaft in diese Richtung verschiebt, dass also ein Staat in zunehmender Weise den Eltern die Kinder wegnimmt, mit immer fadenscheinigeren Gründen, das Ganze ein Riesengeschäft zu sein scheint, um irgendwelchen Heime zu finanzieren und so etwas, dann sollte man aufwachen, man sollte
darüber sich Gedanken das machen. Können das können deine und meine Kinder sein oder die vom Zuschauer und auch die vom Politiker oder vom Polizisten oder von wem auch immer, der da oder vom Richter. Das kann ja jeden treffen. Das heißt, wenn wir diese Dinge aufzeigen, dann eigentlich nur um zu sagen, irgendwann sind wir dran und wir müssen dann dringend etwas verändern, sonst. Vor allen Dingen, wir kriegen oder unsere Elterngeneration hat stets vorgehalten bekommen, die Augen nicht offen gehabt zu haben, als sich eine Gesellschaft in einen Totalitarismus entwickelt hat. Wir stehen in der heutigen Situation, in der gleichen Situation. Wir sollten die Augen offen halten, wenn eine Gesellschaft totalitärer und ein bürgerlicher Faschismus sich entwickelt. Das sind Dinge, wo man nicht sagen kann, naja gut, also das ignoriere ich, weil ich an eine gute Welt glaube. Also da muss man auch selber noch ein bisschen was für tun. Ich denke auch, man wird uns das später vorwerfen, man habt ja nichts getan. Gut, was kann ich tun? Und wie gesagt, das ist in meinem Fall ist es eben nur, dass ich diese Dinge weitergebe, die ich denke, dass sie wichtig sind zu wissen. Und wie gesagt, früher habe ich es gemacht mit kleinen Zetteln, die ich verteilt habe auf dem Fotokopierer. Heute haben wir andere Möglichkeiten und darüber bin ich froh. Und ich glaube, wir können wirklich sehen, dass sich die Welt wirklich im Wandel befindet. Und auch wenn viele Leute sagen, ja, wo siehst du das dann wirklich? Die meisten Leute schlafen noch, die wählen noch und kriegen nichts mit und so. Ich glaube, das sieht oberflächlich so aus, aber die Massenmenschen sind auch gar nicht entscheidend. Es sind immer einige wenige, die anfangen, neue Gedanken zu denken und dann breitet sich das aus. Du kennst das Beispiel mit dem 100. Affen, dass sich irgendwann so viele Menschen mit etwas beschäftigt haben, dass das Bewusstsein sich dann, das springt dann über auf Menschen, die gar keinen physischen Kontakt haben, einfach weil das Bewusstsein sich überträgt. Und das glaube ich, in dem Prozess sind wir. Es sieht noch nicht so aus, dass die Massen wirklich aufwachen, aber sie bekommen natürlich ständig Impulse aufzuwachen und irgendwie den nassen Waschlappen sozusagen um die Ohren. Und wenn sie immer noch glauben, ja, ich wähle dann bei der nächsten Wahl halt wieder was anderes, wenn sie meinen, das ist die Lösung, dann werden sie es irgendwann auch nicht mehr glauben. Aber wir befinden uns da im Wandel. Also ich, auf der anderen Seite, du hast gesagt, Orientierung liefern, Vorschläge, Modelle. Das ist ja etwas, was, glaube ich, uns beide von so anderen Aposteln hier auch unterscheidet, dass wir nicht mit dem absoluten Wahrheitsanspruch daherkommen, sondern sagen, gut, das stelle ich mal zur Diskussion, das stelle ich mal zur Diskussion. Ich würde jetzt niemanden verurteilen, der sagt, ich wähle, halte von Wahlen nichts, gehe da auch nicht hin, mache auch bei diesem ganzen Spiel nicht mit. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Andere gehen hin und meinen, also ich setze hier nochmal einen bewussten Akzent, wähle irgendeine kleine Partei, also die heute immer noch die großen Parteien, die Systemparteien, das, was so schön die Kapitalistische Einheitspartei Deutschlands heißt, wählen. Da habe ich dann schon auch so meine Zweifel, ob da noch irgendjemand wirklich was begreift. Aber wie auch immer, es geht darum, was anzubieten. Ja, nicht zu sagen, ihr sollt nicht wählen, sondern es gibt die und die Gründe, das und das, denkt mal drüber nach. Was ihr dann macht, überlasse ich euch, selbstverständlich. Wir haben ja beide beim Aufbruch Goldrot-Schwarz im Grunde auch überlegt, wie kriegen wir die Menschen zusammen, die Alternativen suchen und auch erst gedacht, na, man muss das schon ein bisschen lenken und so. Aber dann haben wir auch gemerkt, nein, wir lassen das völlig los. Die Menschen sollen in ihren Gruppen sozusagen entwickeln, was sie in diesem Bereich jetzt ausarbeiten. Und das ist toll, was dabei rauskommt. Und man muss das gar nicht alles kontrollieren, sondern es ist wirklich Basisdemokratie, die da funktioniert hat, dass man sagt, was wollen die Menschen eigentlich in diesem Bereich für eine Alternativen haben und was für Ideen kommen da? Also insofern ist das, was wir ganz am Anfang, da schließt sich der Kreis, besprochen haben, wo du gesagt hast, also ich bin durchaus optimistisch, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt. Wir unseren Beitrag dazu leisten und auch weiterhin dazu leisten werden, und insofern es keinen Grund zu einem Pessimismus gibt, obwohl es noch wahrlich genügend Probleme gibt. Ja, es ist ein Prozess und ein sehr schmerzhafter und langsamer Prozess. Ich bin nicht jemand, der sagt, wir haben in 3 Jahren das goldene Zeitalter. Aber
Du hast ja auch, wir haben ja gesehen, dass du noch andere Interviews machst, auch mit dieser Engel-Dolmetscherin, die auch gesagt hat, selbst die Engel, die sagen nicht, wir wissen nicht, was die Lottozahlen von morgen sind. Die Zukunft steht nicht fest. Wir sind die Erschaffer, wir erschaffen die Zukunft. Das heißt, auch die können nicht sagen, das goldene Zeitalter kommt in 50 Jahren oder so. Sie hat gesagt, nicht mal Gott könne das sagen, weil er uns den freien Willen gegeben hat und wir jederzeit im Grunde das Spiel verändern können. Und dann kann es entweder in 10 Jahren sein oder auch niemals. Oder es geht den Bach runter oder es geht den Berg rauf. Wir sind die Erschaffer dieser Realität und es fängt aber damit an, wie wir über die Dinge denken. Und wenn wir falsche Konzepte und falsche Informationen haben oder fremde Konzepte und nicht drüber nachdenken, dann ziehen wir natürlich die falschen Schlüsse und erschaffen etwas, was wir vielleicht gar nicht haben wollen. Was wir aber haben und was wissen wir uns bewusst sein sollten immer, das ist die Verantwortung für genau diesen Planeten. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, die Arbeit, die du seit Jahren leistest, nämlich genau dieser Verantwortung gerecht zu werden, dieser Verantwortung Rechnung zu tragen und Lösungsmodelle, Lösungsvorschläge einfach anzubieten und zu präsentieren. Modelle und Vorschläge, die in dem Mainstream noch viel zu wenig oder gar nicht diskutiert werden, aber wo sich Dinge ebenfalls positiv entwickeln. Wenn die Mainstream-Medien das machen würden, das aufgreifen würden. Es gibt so viele Lösungen, es gibt energietechnische, es gibt jemand, einen Mofa-Fahrer, der mit Wasser fährt. Warum stürzen sich nicht die Politiker drauf und sagen, Mensch, wenn das funktioniert, dann müssen auch unsere Autos auch mit Wasser fahren. Oder es gibt, dass man 20% Wasser irgendwie dazu mischt und dann fahren die Autos damit, wird angeboten. Warum stürzen sich nicht die Politiker da drauf, dann würden wir 20% Öl sparen. Also es gibt genug Lösungen, wo man sagt, das könnte sofort umgesetzt werden, aber offenbar ist es nicht gewollt. Aber deswegen immer wieder darauf aufmerksam machen und dann verändert sich etwas. Es ist nicht gewollt, ist ein wichtiges Stichwort, auch für die Kritiker, als Antwort an die Kritiker, die sagen, hier negative Dinge. In dem Moment, wo ich die Frage nach dem cui bono bei dem nicht gewollt stelle, lege ich den Finger genau in die Wunde, in die dann aber auch wiederum zum Aufwachen beiträgt. Und das ist ja auch genau sinnvoll und das Richtige. So soll es sein. Okay, lieber Joe, ich danke dir, dass wir so eine etwas allgemeinere und allgemeine Tour d'Horizon machen konnten über letztendlich deine und meine Aufklärungs-Informationsarbeit und bei der Ausgangsfrage. Sind wir jetzt auf dem Weg zu einem Bewusstseinsschritt, glaube ich, doch als Fazit sagen können, Dinge entwickeln sich in eine gute Richtung. Am Ende sind wir noch lang nicht, aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. So ist es. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, www.bewusst.tv und www.joekonrad.de sind die beiden Internetseiten. Bewusst.tv als befreundeter und Kollegen Internet-TV-Sender mit zahlreichen spannenden Interviews lohnt sich immer reinzusehen und sich hier eine Menge an Anregungen und Orientierung, aber auch eben an Finger in die Wunde legen, zu Gemüte zu führen. Bei joekonrad.de einfach auf die Publikation. Joe ist nicht nur ein Filmemacher und ein Viewer und Moderator, sondern eben auch als Autor und Publizist und auch noch Filmemacher selber tätig. Und auch da kann man sich dann das ein oder andere ansehen und bestellen. Wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Die auf einmal da mit Kunstblut und dann mit einer Prothese da im Rollstuhl und
die bereiten sich darauf vor und dann gibt es ein Zeichen, so jetzt geht's los und so. Und das wird Frame für Frame. Ja? Und dieses Startsignal Action jetzt hat man dann vergessen rauszuschneiden. Genau, und ja. Frame für Frame wird das analysiert und dann wird es einem wirklich deutlich, was wir ständig belogen werden. Sämtliche Terroranschläge, die ja dann als Begründung für Kriege herangezogen werden, die werden analysiert, hinterfragt, Gott sei Dank. Ich sehe da schon einen deutlichen, oder das Beispiel mit der Schweinegrippeimpfung. Ne, normalerweise war da geplant, dass man wirklich die Bevölkerung durchimpft und die Leute, die nicht freiwillig hingehen, da sagt man, naja, die 10%, also die sind ja jetzt eine Gefahr für den Rest, die müssen wir jetzt zwangsimpfen. Ich denke, das war so ein ähnlicher Plan. Nur dann haben ganz viele Menschen, obwohl sie ja vielleicht jetzt nicht wirklich sich mit Impfkritik befasst haben, das Gefühl gehabt, Moment mal, irgendwas stimmt nicht. Die Bundeswehr, die kriegen anderen Impfstoff als wir. Irgendwas ist doch da komisch und warten wir vielleicht mal ab. Das heißt, das hat überhaupt nicht geklappt und inzwischen ist das Thema erledigt. Aber dann kamen andere Grippen und andere. Und da hat schon keiner mehr dran geglaubt. Ja, genau. Also die nächsten kamen dann. Genau, das gab ja vorher Vogelgrippe und SARS und ständig neue Epidemien, die irgendwo ausgebrütet werden. Und das wird heute alles hinterfragt durch die alternativen Medien, durchs Internet. Also insofern, einer der, ich sag mal, Hoffnungspunkte, den du ansprichst, wäre das Internet, wäre also die Möglichkeit einer sicherlich in vielen Bereichen chaotischen, sicherlich in vielen Bereichen falschen oder fragwürdigen sicherlich auch falschen Informationen, aber einer nicht kontrollierbaren, eben auch zutreffenden Information, das Meinungsmonopol des Mainstreams vor 10 Jahren, da musstest du, da warst du auf Spiegel und Stern und Welt und Faz und so etwas angewiesen. Heute brauchst du das alles gar nicht mehr, weil du einfach Alternativmöglichkeiten hast. Als ich angefangen habe, da gab es eben auch kein Internet. Da habe ich noch irgendwie Texte geschrieben, die man auf dem Kopierer, auf dem Fotokopierer dann kopieren konnte, um es zu verteilen. Ja. Oder dann kam ein Computer und man konnte Disketten vielleicht verteilen. Aber heute geht das so schnell, die Information. Kaum ist irgendwo auf der Welt irgendein Ereignis, wird das genau angeguckt. Was ist da passiert? Und da stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Ja. Also insofern ist Internet, glaube ich, Ein ganz wichtiger Punkt, der deutlich macht, dass es so etwas wie einen Hoffnungsschimmer gibt. Du hast einen zweiten angesprochen, quasi indirekt, indem du sagst, die Menschen in den Vereinigten Staaten, soweit ich habe eine Zahl gesehen, sogar von 3/4, glauben nicht mehr an die Bush-Lügen im Zusammenhang mit 9/11. Bedeutet aber, und das ist eigentlich das Interessante, dass die Menschen in der Masse anfangen, sehr viel kritischer zu sein und zu werden und gehe hierzulande in die Blogs, in die Foren, auch beim Mainstream und du bist überrascht, was dort für ein Artikel, jetzt hat kürzlich das ZDF entdeckt, was für ein Wohlstand in Spanien ausbricht und wie toll dieses Land da steht und wie toll der Euro dem Land gut tut. Man muss schon eine ganz eigenartige Brille aufhaben bei 50% Jugendarbeitslosigkeit und einem Land, was absolut pleite ist, zu sagen, ist alles in Ordnung und so weiter. Aber wenn man dann liest, was in den Foren stattfindet, wie die Journalisten geprügelt werden, ob ihrer völlig blödsinnigen Berichterstattung, als wäre das auch so ein Punkt, wo man sagt, das macht Mut, die Menschen fangen an aufzuwachen. Absolut. Und das ist klar, die jungen Menschen, die gucken heute nicht mehr wie unsere Väter, die abends 20 Uhr die Tagesschau gucken oder heute um 19 Uhr oder wie es immer heißt. Ist auch völlig wurscht. Die gucken ins Internet und die sehen natürlich die riesen Diskrepanz, die da klafft zwischen dem, was sie im Internet sehen und was der Papa noch in der Tagesschau oder im Spiegel liest. Aber auch da gehen ja die Zahlen zurück vom Spiegel und Fokus und so weiter. Das sind teilweise Zahlen. Wir haben mal geguckt, Fokus-Abonnenten, teilweise erreichen wir die mit unseren Sendungen bei WurstTV, dass das etwa schon diese Größenordnungen sind. Und ich will zu den Massenmedien einfach mal sagen, wie immens wichtig ist, was die eigentlich für eine Rolle spielen und die sie leider nicht spielen. Wenn wir uns diesen Planeten angucken, wir können nicht alle Menschen jetzt irgendwie zwangsbeglücken mit irgendwas, aber die Massenmedien hätten eigentlich die Möglichkeit, Milliarden Menschen zu erreichen mit bewusstmachenden
Botschaften. Und dann, ich glaube, man könnte diesen Planeten innerhalb kurzer Zeit verändern, indem man einfach ja, das Bewusstsein schärft über Dinge, die auf dem Planeten vorgehen. Es wird einfach nicht gemacht. Das heißt, die Massenmedien machen nicht ihre Aufgabe, gerade in dieser Zeit des Bewusstseinswandels, die Menschen zu begleiten. Ganz viele Menschen haben Sorge und Ängste und wissen nicht, wie sie mit diesen Zeiten umgehen sollen. Es wäre eigentlich Aufgabe der Massenmedien, sie da zu begleiten und eine Orientierung zu geben. Diese Orientierung ist absolut nicht da. Es läuft der größte Scheiß, wer wird Superstar und so. Und die jungen Menschen wollen alle nur noch Superstar werden. Ja, weiß ich nicht, was das für Zukunftsaussichten sind. German Next Top Model. Ja, man kann es ja mal versuchen, genau. Aber diese Aufgabe wird von den Massenmedien nicht erfüllt, deswegen machen so Außenseiter wie wir, ohne dass wir da jetzt das Geld von öffentlich-rechtlichen Medien oder was auch immer bekommen. Aber das ist ja auch okay. Also du und ich, wir machen das aus einer inneren Überzeugung und wir werden dafür teilweise noch geprügelt, aber das ist auch okay. Und wir merken, dass wir auch immer mehr gesehen werden. Der Punkt mit dem gesehen werden ist insofern... Du hast angesprochen den Iran und Syrien, was ja so nach den Lügen von Afghanistan und Irak und Libyen so die nächste Kiste gewesen ist auf der Planung, um hier ein Land wieder platt zu machen. Es war einmalig und erstmalig in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass einer der höchstrangigen Generäle gesagt hat, ich mache hier nicht mehr mit. Das ist etwas, jetzt ist Schluss. Und auch der Umstand, er hat dann die Frage gestellt, wieso müssen eigentlich amerikanische Soldaten sterben an der Seite von Al-Qaida-Terroristen? Denn das sind die, die in Syrien den Terror machen und die in Libyen das schon gemacht haben, sodass man sich natürlich dann als Amerikaner sagt, also das waren doch vor 5 Minuten eigentlich noch die schlechten, bösesten überhaupt, weswegen wir in den ganzen Kampf gegen den Terror eingestiegen sind. Jetzt steigen wir um und das sind jetzt Best Friends und mit denen machen wir jetzt mal eben Syrien und Iran platt. Also da fängt die Generalität sogar an aufzuwachen. Es hat auch mal ein General gesagt, ich werde wegen Ihnen nicht den Dritten Weltkrieg anfangen. Ich war das, glaube ich, im Kosovo, als die chinesische Botschaft bombardiert, also ich weiß es nicht mehr. Also es gibt schon Situationen, wo selbst die Generäle natürlich auch merken, Moment, wir haben vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen, dass noch ein Dritter Weltkrieg geplant ist. Das ist also eben nicht nur irgendwie so ein schwammiger Begriff, sondern man weiß, da gibt es bestimmte Hintergrundmächte, die spielen bestimmte Spiele, die spielen Teile und Herrscher, die bringen die Menschen gegeneinander und wir sind nachher auch Opfer letztlich. Auch wenn wir General sind, nützt uns das nichts, wenn wir nachher die Welt zerstören durch einen Atomkrieg oder der Dritte Weltkrieg könnte ja noch ganz andere Dimensionen haben als der Erste und Zweite Weltkrieg. Das heißt, da findet ein Wandel statt und muss stattfinden, auch in denen in den Reihen der Ausführenden. Und es muss ja, also wenn wir diese Hintergrundmächte betrachten, die ja irgendwie versuchen, alles zu kontrollieren, das ist ja ein bisschen wie bei James Bond, der eine, der die Weltherrschaft erlangen will. Aber es gibt ja so ein paar Verrückte, die irgendwie alles kontrollieren wollen. Aber sie brauchen da, man kann eben nicht 7 Milliarden Menschen einzeln in Handschellen legen. Man braucht schon das über Bewusstsein, indem man einfach das Bewusstsein auf einer Ebene hält, wo man die Menschen in Angst hält und kontrollieren kann. Mind Control steht da hinten dran, ein wichtiges Thema. Und aber auch die Ausführenden, die Polizisten und die Soldaten, die lesen ja auch im Internet und sagen, auch, wir haben schon mal gelesen, naja, da sind ja Ziele. Und wenn irgendwann dieser Zeitpunkt wirklich kommt, wo diese neue Weltordnung sozusagen zwangsdurchgesetzt wird und diese FEMA-Camps gefüllt werden müssen und diese Munition zur Anwendung kommt, um jetzt die renitenten Bürger wirklich in die Camps zu bringen, da muss sich dann jeder Polizist und jeder Soldat oder von der National Guard oder wer immer da eingesetzt wird, muss sich dann wirklich fragen, will ich das Welt bringen? Und wir müssen uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir viel mehr sind als dieser kleine Versicherungskaufmann oder was weiß ich, Taxifahrer, was auch immer jemand für einen Beruf hat. Und eben auch, und das ist das, was dir wie mir in unseren Sendungen so extrem wichtig ist, diesen Selbstwert und die Wertschätzung sowohl uns gegen uns selbst gegenüber,
die Rolle des freien, des autarken Menschen herauszustellen, weil das genau das Adäquate für eine solche inkarnierte Seele ist und nicht eben dieses Instrument eines tumpen Konsumenten, der dann in irgendeiner Weise jeder schwachsinnigen Verkaufsmode hinterherläuft und sagt, jetzt muss ich die Jeans und morgen die und übermorgen die und das iPad und dann das und dann jenes und dann im Wachstumswahn, im Konsumrausch. Das funktioniert aber eben nur, wenn die Menschen klein gemacht werden, voller Minderwertigkeitskomplexe, dann sagen sie, ja, oh gut, ich habe wenigstens tolle Klamotten. Ich selber bin zwar nichts wert, aber ich definiere mich darüber. Oder es gibt natürlich viele Menschen, die definieren sich über ihr Auto, ihr Haus, ihre Yacht oder ihre Frau oder was auch immer. Und die haben natürlich ein Problem, wenn das auf einmal alles weg ist. Und wenn wir so weitermachen, dann ist das bald alles weg. Ne? Oder ja, zumindest für die meisten von uns. Aber diese Minderwertigkeitsgefühle, die haben wir alle und die sollten wir überwinden. Wir alle haben das Gefühl, wir sind nicht schön genug, nicht stark genug, nicht intelligent genug. Und man hat es uns tausendmal gesagt, das ist in unseren Zellen überall drin. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Du hast es auch gesagt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir sonst immer wieder auch in diese Minderwertigkeitsgefühle hineingehen. Und was soll ich als kleiner Mensch dann machen? Ich kann ja diesen großen Planeten nicht retten, das kann ich auch nicht. Aber wie gesagt, jeder von uns kann in seinem Umfeld doch allein durch seine positive Ausrichtung in seinem Umfeld sehr viel verändern. Ja. Und er kann, wie man heute ja auch weiß, weil das eben andernorts genauso geschieht, natürlich im Feld, ich sag mal, Akzente setzen. Morphogenetischen Feld, richtig. Genau. Und diese Akzente haben natürlich ihre Bedeutung und haben ihre Wirkung. Und wenn man weiß, da mögen jetzt ganz viele ganz herzhaft lachen und lächeln und schmunzeln. Das ist total uncool, ja. Ich meinte was anderes. Ja. Im Vorfeld dieser Einigung im Iran und im Vorfeld der Standhaftigkeit von Putins gegenüber der nächsten Attacke hat es weltweit Meditationen und Gebete gegeben, dass die da zur Vernunft kommen, die da an der nächsten Massenmord und Kriegsgeschichte und im Holocaust am iranischen Volk da gezündelt haben. Und der Umstand, dass so etwas stattgefunden hat, man wird es nie beweisen können, dass da ein Kausalzusammenhang besteht, aber man kann doch davon ausgehen, dass diese Dinge im Feld ihre Wirkung haben und plötzlich auch amerikanischer Außenminister zur Vernunft kommt, der eben noch den Krieg gegen Syrien mit wir brauchen kein neues München und dem Faschismus begründet hat, dann plötzlich gesagt hat, na gut, jetzt machen wir eine Einigung, jetzt werden wir eben Syrien nicht militärisch angreifen. Es wirkt. Wir wissen ja durch die Quantenphysik heute, dass diese Dinge sich auswirken. Wir können feststellen, dass sich unsere Gedanken auf Wasser auswirken, Emoto, Stichwort und so, kennst das alles. Und dass sich unsere Gedanken eben auch auswirken auf die Qualität unserer gesamten Welt. Und wenn viele Menschen eben natürlich zusammenkommen und einen Gedanken aufrechterhalten, dann verändert es etwas in der Welt. Da bin ich fest von überzeugt, weil alles beginnt im Geiste. Wir sehen natürlich immer nur hier die harte Materie, aber auch das hier ist im Grunde, wenn man es genau quantenphysikalisch angucken, im Grunde nichts. Es ist Energie, die schwingt vielleicht unter dem Mikroskop, ist das meiste, ist nichts. Es fühlt sich zwar so an, aber es wird bestimmt durch den Geist und zusammengehalten durch irgendwie den Geist. Und wenn wir unser Denken ändern, dann ändern wir auch diese festen Dinge, die wir denken, die können wir nicht verändern. Du hast das in einer anderen Sendung, das Beispiel vom Placebo- und Nocebo-Effekt. Du weißt auch, es gibt nicht nur Placebo-Medikamente, es gibt Operationen, die gar nicht gemacht werden. Kniegelenkoperationen, wo man früher das Knorpel abgehobelt hat und wo es dann besser ging, macht man heute nicht mehr. Man tut nur so. Und die Patienten, die das gemacht haben, die haben die gleiche Heilungs- und Verbesserung ihres Kniegelenks, als wenn da die Operation gemacht worden wäre, obwohl da physikalisch gar nichts gemacht worden ist. Da wurde kein Knorpel abgehobelt. Nur so getan. Und da muss man sich mal überlegen, wie stark ist denn die Kraft unserer Gedanken? Wenn wir nur glauben, weil wir diese Operation gehabt haben, geht es uns tatsächlich besser.
können wir nicht eben auch glauben, wir sehen dann, wie machtvoll das ist. Wir können glauben, wir werden krank oder wir werden gesund. Und klar, wir glauben aber lieber, der Arzt sagt, hat gesagt, du hast noch 3 Monate zu leben, werde ich dem Arzt widersprechen oder glaube ich dem? Ne? Genau. Also vor allem, wenn ich ihm widersprechen würde, durch die Frechheit, jetzt 3,5 Monate zu leben, das kann man natürlich nicht machen. Schließlich ist er ein Halbgott in Weiß. Völlig. So ist es. Völlig funktioniert das ja noch in der Schulmedizin, dass viele Menschen eben auch dann. Wenn der Volksmund sagt, der Glaube kann Berge versetzen, ist das ein schönes Beispiel dafür, welche Bedeutung das gerade im Bereich der Medizin im ganz klassischen Alltag hat. Und das Placebo ist, ich sagte immer, die Schulmedizin schimpft auf oder belächelt all diese mentalen Strukturen. Sie baut mit dem Placebo-Effekt auf genau diese. Kein einziges das meistverkaufte Medikament. Ja. Kein einziges Medikament wird zugelassen in diesem Land, was nicht signifikant besser funktioniert als Placebo. Das fällt sofort durch den Rost. Also insofern ist dieser Mechanismus ein Mechanismus, der jedem bekannt ist. Orientierung hatten wir gesagt, Orientierung geben, positive Anregungen und Modelle vorstellen, ist ein Schwerpunkt. Jetzt werden wir ja manchmal auch angegriffen von Kritikern, die sagen, also das ist eigentlich gut, mehr sollte es auch nicht sein. Und auf Kritiken und auf Missstände, auf Missständnisse und Probleme hinzuweisen, das ist etwas, was nicht funktioniert. Du hast 2 Stichworte mit dem Schicksal eines kleinen Mädchens, was jetzt im Prinzip auf der Flucht ist mit ihren Eltern. Die Antonia, ein Thema aufgegriffen, was alles andere als fröhlich ist. Du hast mehrere Sendungen gemacht. Wir kennen ihn beide. Du sehr viel besser. Ich kenne ihn auch gut mit Jesse. Wo ebenfalls alles andere als fröhliche Themen angesprochen werden. Was würdest du Kritikern sagen, die sagen, ja, das sind so Dinge, die ziehen mich nach unten. Ich will eigentlich nur noch rosa Wölkchen sehen, aber von Antonia und Jesse, also bitte lieber Joe, möchte ich eigentlich gar nichts hören. Ja, ich höre das viel, dass man doch nur Licht und Liebe und dann wird schon alles gut, kann sein, dass so geht, aber ich glaube, im Moment ist es so, dass eben die Dinge, die bisher noch im Dunkeln waren, die kommen jetzt ans Licht, damit sie gesehen werden. Wir müssen da jetzt nicht dauernd drauf gucken, wie gebannt, wie ein Kaninchen auf die Schlange und dauernd so, oh, die Welt ist so schlecht und da werden Kinder rituell missbraucht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem Funktionieren dieses Planeten, weil eben auch Politiker erpresst werden, indem sie eingeladen werden zu einer Party und dann Tropfen in Sekt bekommen, wo sie dann so rattenscharf werden und dann werden irgendwo im Nebenraum Kinder ihnen zur Verfügung gestellt und dann werden sie gefilmt, wie sie, was auch immer sie da machen. Dann hat man sie im Grunde ein Leben lang unter Kontrolle. Das heißt, wenn wir sagen, da will ich mich nicht befassen, dann kann das so weiter funktionieren. Wir müssen jetzt einfach diese Dinge auch, die müssen ans Licht kommen, damit sie nicht mehr im Dunkeln funktionieren. Das ist wie bei Dracula, sobald er ans Sonnenlicht kommt, dann zerfällt er zu Staub. Und diese Dinge funktionieren in dunklen Kellern und die Menschen sind zu bequem, dahin zu gucken oder sie können sich nicht vorstellen. Und es gibt Dinge, die sind so entsetzlich, dass man sie sich wirklich nicht vorstellen kann, dass Menschen dazu in der Lage sind. Da sind aber, glaube ich, Besetzungen von negativen Kräften spielen eine Rolle, weil das ist so unvorstellbar. Aber das Jahr 2012 war ja ein Jahr, in dem nicht nur durch das sogenannte Ende des Maya-Kalenders Befürchtungen geäußert wurden, sondern eben auch die Erwartung, dass sich am Bewusstsein der Menschen
etwas verändert, sich etwas anhebt, dass also hier so etwas wie ein Bewusstseinssprung am 21.12. um Mitternacht stattfinden sollte. Das sind Dinge, die so mechanisch natürlich nicht stattfinden. Gleichwohl die Frage, gibt es so etwas wie einen Bewusstseinswandel? Gibt es einen Abschied aus 3D? Gibt es da etwas Neues? Das ist etwas, über das wir uns im folgenden Gespräch unterhalten wollen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße dich, lieber Joe, ganz herzlich hier in Leipzig im Studio. Und tolles Studio. Freue mich, ja, dass wir jetzt einmal umgekehrt auch die Möglichkeit haben. Ich war schon oft Gast bei dir und wir haben viele unterschiedliche Themen aufgegriffen. Das Thema 3D, das Thema Bewusstseinswandel zieht sich ja von Anfang an, diese Thematik, quasi als roter Faden durch deine Arbeit, schon bei unserer ersten gemeinsamen Internet-TV-Plattform, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, war das ein Thema. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich spüre natürlich, dass wir eine Welt haben, die sich sehr stark verändert und die sich auch stark verändern muss. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, wir sehen hier bei unserem Studio-Hintergrund den wunderschönen Planeten Erde und eigentlich nur einen Ausschnitt. Und wie verletzlich die Erde ist, wir wissen, dass da irgendwo Ozeane von Plastikmüll auf Kontinente große Abfälle sind, dass Radioaktivität von Fukushima über den Pazifik nach Amerika schon schwimmt und so weiter. Wir haben also gewaltige Probleme. Und wenn es keinen Bewusstseinswandel gibt, dann haben wir wirklich ein ganz großes Problem. Und du hast es den 21. Dezember 2012 angesprochen, war ja so ein Stichtag, aber ich habe auch vorher immer gedacht, ich glaube nicht, dass das so ein Fingerschnipp und dann ist auf einmal das gut. Und das wird auch nie so sein, das ergibt auch keinen Sinn. Also ich weiß, dass ganz viele Menschen, die waren natürlich dann schon enttäuscht. Und ich habe eine Sendung gemacht, da habe ich mich selber vor die Kamera gesetzt, habe die genannt, der 2012-Kater, weil ich spürte, dass ganz viele Menschen wirklich schwer enttäuscht waren, dass doch an diesem Datum nichts passiert ist. Und auch ich habe das so ein bisschen, obwohl ich nicht gedacht habe, das passiert sofort was, wir sind jetzt alle auf 5D und alles ist gut, aber dass man doch vielleicht irgendwas gemerkt hätte, merkt man ja so nicht. Aber deswegen ist es mir wichtig, das klarzumachen, dass das immer ein Prozess sein wird. Und alle Menschen, die hoffen, es gibt irgendwas hier oder es kommt der Erlöser oder es kommen die Außerirdischen und retten uns und dann ist auf einmal alles gut. Oder die Leute fragen, wann meinst du denn, wie lange dauert das denn noch? Und dann frage ich, ja, bis wohin? Also die meinen, es gibt irgendwann einen Punkt, wo alles gut ist und dann ist Schluss. Ja, aber wenn dieser Punkt erreicht wäre, wie geht es dann weiter? Ist dann das Ende des Lebens oder was? Weil das Leben ist ja Wandel. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir irgendwo einen Erlöser oder eine Erlösung oder etwas erleben werden oder so einen Zeitpunkt, wo alles gut ist, aber gleichwohl doch einen Wandel feststellen können, der stattfindet, wenn auch sehr viel langsamer. Und manchmal denkt man wirklich, irgendwie sieht es ja doch nicht so aus, aber man kann es so und so sehen. Wir sehen natürlich ganz viele Entwicklungen auf der Erde, die wirklich beängstigend sind, die gehen in Richtung neue Weltordnung. Also die Zügel werden immer strammer gezogen und es wird alles immer mehr kontrolliert. Ob wir jetzt NSA-Überwachung oder 1000 Themen ansprechen. Die FEMA-Camps in den USA, wo also riesen Gefängnisse, wo 100, ich weiß nicht, wie viele Menschen reingehen. Die Patronen, Millionen Hohlspitzgeschosse, die Homeland Security bestellt hat. Es gibt wirklich beängstigende Dinge auf diesem Planeten und Fukushima und was weiß ich noch alles. Und du kennst es. Du hast ja, wenn du das aufzählst und wenn du du hast das Thema Plastik angesprochen und die ganze Umweltzerstörung und so weiter, die ja in den letzten Jahrzehnten noch mal kräftig einen Kick erfahren hat. Golf von Mexiko, redet schon gar keiner mehr drüber. Was da unten stattfindet, ist für die Tiere, für die Flora da unten, für die Fauna eine Vollkatastrophe. Und das hat Obama angeblich gelöst, gar nichts ist gelöst. All die Dinge, die sind ja eher ein Indikator dafür,
dass es schwieriger wird. Wo würdest du denn mal ein Zeichen des Optimismus hernehmen, zu sagen, also ja, nicht nur wir brauchen diesen Bewusstseinswandel, sondern wir sind da auch mittendrin. Wir sind irgendwo, vielleicht auf dem ersten Stüfchen, aber irgendwo gibt es schon mal so einen ersten Schritt. Also ich sehe es in vielen Dingen optimistisch und ich denke immer, man könnte vielleicht sagen, es könnte ja noch viel schlimmer sein. Wir könnten den Dritten Weltkrieg schon lange haben. Du kennst es, glaube ich, auch, dass es Pläne gab für drei Weltkriege. Die ersten und zweiten, die haben stattgefunden, genauso wie geplant, wie die wirklich geplant waren und auch die Ziele sind erfolgt worden. Der Dritte Weltkrieg, der ist auch geplant mit spezifischen Zielen, nur der hat so noch nicht stattgefunden, obwohl man natürlich sagen kann, es gibt überall Kriege, aber ich sehe ihn noch nicht als den Dritten Weltkrieg. Man versucht seit Jahren den Iran anzugreifen, Syrien und so weiter, das klappt auch alles nicht so. Auch andere Dinge, also die Dinge funktionieren nicht mehr so nach Plan wie früher, weil ich glaube, das ist sowas wie eine Vorstellung, wie stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Situation haben wir, weil selbst die Falken in den USA jetzt sagen, wenn der Iran angegriffen werden soll, dann sagen die, Moment mal, was kostet uns das an Blutzoll, an Geld? Schaffen wir das? Iran ist noch mal viel größer als der Irak. Und damals habt ihr schon erzählt, die haben Massenvernichtungswaffen. War eine Lüge. Jetzt wollte er erzählen, ja, der Iran, der könnte Atombomben bauen. Jetzt sollen wir noch ein viel größeres Land noch mal wieder angreifen, obwohl das damals ja schon in die Hose gegangen ist. Das heißt, da findet schon ein Wandel statt, einfach indem man auch merkt, das, was wir eigentlich die ganze Zeit gemacht haben, funktioniert eigentlich nicht mehr. Und wenn ich mir vorstelle, im Ersten und Zweiten Weltkrieg oder in anderen Kriegen, da waren die jungen Männer, die waren immer, ja, ich werde Soldat, ich werde kämpfen für mein Land, weil da sind ja die Bösen. Und es ist mir für mich selbstverständlich, als junger Mann jetzt in diesen Krieg zu ziehen, ist heute nicht mehr so. Selbst in Amerika fragen sich die jungen Leute, wenn ich jetzt zur Armee gehe, komme ich vielleicht mit Posttraumatik-Stress-Syndrom zurück oder mit Appenbeinen? Wenn überhaupt, wenn ich zurückkomme, aber schwer geschädigt und werde dann noch schief angeguckt hier, will ich das eigentlich noch? Und dann noch für Ziele, wo man fragt, haben die uns angegriffen oder ist die Gefahr tatsächlich, dass wir angegriffen werden? Das ist ja alles durch Lügen, auch 9-11, dass man sagt, jetzt wir müssen da die Länder angreifen, weil da der Terror sozusagen ausgebrütet wird. Ja. Und inzwischen wird selbst das hinterfragt. In den USA glauben schon 2/3 der Bürger nicht mehr an die offizielle Version von 9-11. Da sehe ich eindeutig, dass das nicht mehr so klappt wie früher. Früher hat die Kriegspropaganda geklappt, da sagt man, da ist der Böse. Da müssen wir jetzt aufrüsten und da müssen wir, haben alle geglaubt, weil die Massenmedien natürlich da auch viel mehr unter Kontrolle waren. Heute haben wir das Internet und Sachen, wie du sie machst oder ich sie mache und viele andere sie machen, nur wieso auch hier das Studio. Das trägt dazu bei, dass diese Dinge hinterfragt werden, die früher nicht hinterfragt wurden und die Sachen analysiert werden. 9-11, da gibt es tausende von Seiten, die wirklich minutiös einzelne Aspekte untersuchen. Oder jetzt dieses Boston-Marathon-Anschlag. Bild für Bild analysiert wird und man dann sieht, Moment mal, da sind Schauspieler, die diesen Terroranschlag vorbereiten. Bin ich dann nicht der Nächste? Bin ich als Gefängniswärter wirklich glücklicher in einer Welt, wo die meisten Menschen, die noch frei denken, irgendwo im Gefängnis sitzen? Ist das wirklich eine Welt, die ich auch haben will? Es trifft im Zweifelsfalle ja auch die eigenen Familien. Das ist ja das, wo das Nachdenken dann wirklich losgeht. Wenn ich dann als US-Soldat oder egal Bundeswehr oder wer auch immer anfangen muss, auf die eigenen Leute zu schießen. Insofern, du hast jetzt angesprochen, Stichwort Hintergrundmächte. Wir sind in einer Situation, wo, und das ist vielleicht auch so ein Punkt des Positiven am Beispiel Iran, wo die Instrumentalisierung der USA als militärische Keule und Knüppel erstmals in der Geschichte der USA, die hat sich schon seit 2 Jahrhunderten missbrauchen lassen, als ein solcher Knüppel letztendlich von Finanzmächten, nicht mehr funktioniert hat. Israel schäumt, weil es jetzt einen Vertrag gibt über das Atomprogramm des Iran. Ne? Also eigentlich das, was die Welt wollte, eine solche Kontrolle. Und trotzdem regen sich dann die Falken
unverändert darüber auf. Aber ein Beispiel auch dafür, wie Dinge sicherlich und insofern haben wir da einen kleinen Beitrag zu geleistet. Und jemand wie Alex Jones und viele andere, David Icke und andere Freunde, haben ihren Beitrag in ihren Ländern, im Terre-Maison in Frankreich, dazu geleistet, um hier ein Aufwachen zu organisieren. Und David Icke ist ein schönes Beispiel, weil er gerade The People's Voice macht, ein weltweites Internetprogramm, round the clock sozusagen, 24/7. Wir werden davon bewusst TV und ihr vielleicht auch irgendwo Programme mit einbringen. Und vor ein paar Jahren, da wurde der noch belacht, weil der natürlich so abstruse Ideen hatte und auch Sachen geschrieben hatte, wie über diesen rituellen Missbrauch von Kindern. Und jetzt ist in Großbritannien ein bekannter Fernsehstar, Jimmy Savile, ist bekannt geworden, dass er eben Kinder missbraucht hat und ganz grausame Dinge, und dass das BBC und dass die Royals da irgendwie mit zu tun haben. Die Sachen kommen also raus, und die Leute, die früher noch gesagt haben, der spinnt total. Jetzt kann man es nachlesen. Sagt, hoppla, ja. Stimmt ja vielleicht doch. Und der hat ja auch noch andere Sachen gesagt. Es geht ja nicht nur um diese äußeren, auch diese negativen Dinge und die Kriege und die Hintergrundmächte, sondern ich glaube, Bewusstseinswandel ist wirklich etwas, was uns als Menschen vielleicht wieder, dass wir uns wieder darin erinnern, was wir wirklich sind. Und das ist Davids Botschaft. Er hat ja an dem Wembley Arena, hat er 6.000 Menschen gehabt, den ganzen Tag gemacht. Und die Botschaft war, remember who you are. Und was sind wir? Wir sind nicht hier dieser Joe Conrad als Autor oder als Moderator oder als Taxifahrer oder der Versicherungsverkäufer oder was auch immer, sondern wir sind geistige Wesen, die hier inkarniert sind. In diesen Körper, in einer Welt, die materialistisch ist, aber wir sind trotzdem geistige Wesen. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern. Wir werden eben in dieser Welt, in der Schule, weder in der Schule noch in der Politik, noch von den Massenmedien, noch in der Kirche, quasi daran erinnert, dass wir eigentlich geistige Wesen und vielleicht sogar Schöpferwesen sind. Unverwechselbar, autarke und frei. Einzigartige, ja, genau, aber wir sind, ja. Im Grunde sind wir einzigartige, ja. Aber wir sind viel mehr, als wir glauben, dass wir sind. Und wenn wir uns daran erinnern, dann sind diese Hintergrundmächte, die versuchen, uns davon abzuhalten, dass wir uns daran erinnern, dann sind die sozusagen am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das Wort sage, wird das ausgepiept, aber bei uns vielleicht nicht. Jedenfalls verändert sich da hoffentlich auch viel, und es muss sich etwas verändern. Wir sind so gepanzert eigentlich und abgehalten davon, auch unsere Liebesfähigkeit zu entwickeln. Du hast mit der Dagmar ganz tolle Gespräche gemacht über Bindung und über Schule und was da alles im Argen ist, dass Kinder schon ganz früh gepanzert werden und ihre menschlichen Qualitäten eigentlich gar nicht leben. Und wir müssen das, glaube ich, jetzt uns auch bewusst machen, dass wir eigentlich eine Qualität haben, die uns unterscheidet von den Maschinen und den funktionierenden Robotern, die gewünscht sind von diesen Hintergrundmächten, die ja eigentlich nur schöne neue Welt eben aus Brutkästen diese Bioroboter da erzeugen wollen oder was auch immer. Genau. Wenn sie es könnten, wären sie bei Huxley das Ganze dann laut Georgia Guidestones reduziert auf 500 Milliarden Menschen. 6,5 Milliarden, die sind quasi menschlich zu entsorgen und Schrott. Also die Pläne sind so menschenverachtend, dass man über die Dinge eigentlich gar nicht zu diskutieren braucht. Und wenn du dann sagst, dass der Alternativentwurf, also die Alternativrealität, die unverwechselbare, eigenständige, freie, autarke Seele, die jedes einzelne Lebewesen mit sich trägt und letztendlich ist, dann sollte man da wieder mal auch in die eigene Kraft dann kommen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die eigene Kraft. Wir werden ja von klein auf wirklich klein gemacht und immer wieder gestutzt und kriegen immer wieder Nackenschläge sozusagen, dass wir sagen, okay, ich sag ja nichts. Ne? Und uns passiert das ja auch so, dass wir im Grunde in eine Ecke gestellt werden, wo es schon unbequem ist. Und ich glaube, sobald man den Kopf aus der Masse hervorhebt, dann kommt eigentlich schon mal irgendjemand mit der Fliegenklatsche und haut drauf. Und die meisten ziehen natürlich den Kopf dann wieder ein. Aber es ist durchaus möglich zu sagen, okay, ich halte das aus, auch
wenn ich merke, ich bin nicht bei allen beliebt, aber da ich weiß, dass aus meinem tiefsten Herzen das, was ich mache, dass das wichtig und richtig ist. Ich könnte nicht irgendwie was anderes machen. Ich könnte nicht bei einem neuen Live irgendwie Moderator sein und ruf doch an hier, das muss man doch wissen, statt mit 5 Buchstaben mit B, ruf doch an, wieso ruft da keiner? Das könnte ich nicht, ne? Auch wenn ich vielleicht das vom Ego auf mein Gesicht auch in Und der wenn es Kamera wesentlich hätte. besser bezahlt wäre. Ich weiß es nicht genau, Mit aber Sicherheit. ich könnte es nicht machen. Ja, Ich könnte es ja. nicht machen. Und das heißt, wir sollten uns daran erinnern, wer wir sind, was wir sind, dass wir geistige Wesen sind und dass wir diese Welt verändern können in eine Welt der Liebe. Aber wir können eben nicht warten, dass irgendjemand kommt, irgendein Erlöser oder irgendein Datum und dann ist alles auf 5D und alles gut, sondern wir sind diejenigen, die es machen müssen. Wir Wir sind müssen selber da. Schöpfer, wie du gesagt hast. Und damit sind wir genau bei dem Punkt. Wir haben es ein Stück weit selber in der Hand. Wir können als Journalisten Orientierung liefern in vielen Bereichen, wie ich mein Leben anders organisieren kann, wie ich nachhaltig, also weniger umweltverschmutzend, nachhaltiger arbeiten kann, wie Erziehung aufgebaut werden kann, und, wie ein Geldsystem aussehen könnte, was nicht auf Wachstumswahn und Zinswahn organisiert ist und. Orientierung können wir liefern. Das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Orientierung haben. An wem sollen wir uns denn orientieren? An Frau Merkel oder Herrn Schäuble Wer ist oder, das? ja, oder Herrn Obama? Aber Ja. an wem können wir uns orientieren? Wo würde ich wirklich sagen, Mensch, das ist jemand, wo ich sage, boah, Donnerwetter, das sind wirklich keine Leute, die irgendwie aus dem Mainstream bekannt sind. Wenn es Leute sind, sind das wirklich die Außenseiter. Und die Orientierung, uns zu erinnern, dass unsere Liebesfähigkeit wirklich auch ein schöpferischer Vorgang ist. Das heißt, wir können da, wo wir hingehen, ein Feld um uns herum aufbauen, dass die Dinge verändert werden. Das heißt, wir können an einen Ort gehen, wo es schlecht ist und können entweder sagen, ja, dann geht es uns da auch schlecht und wir übernehmen die Energie oder wir bringen unsere Energie da hinein. Wir sind uns dessen nicht bewusst, weil es uns keiner sagt. Deswegen ist es wichtig, dass es gesagt werde und ich möchte das hier wirklich auch sagen, weil es eine wichtige Botschaft ist und die ich auch immer wieder vergesse. Deswegen ist es auch immer wieder gut, dass wir uns gegenseitig daran erinnern und dass ich Freunde habe, die immer wieder, wenn ich down bin, mir sagen, pass auf, Joe, du bist doch viel mehr, du weißt es doch, du kannst dich innerlich entscheiden, entweder ich lasse mich jetzt von dieser Welt runterziehen, weil ich sage, es geht sowieso alles den Bach runter, ich habe jetzt auch keine Lust mehr und oh, das Wetter ist mies und ich fühle mich auch ganz mies und so. Da kann man sich reinsteigern und dann geht es wirklich in so eine Abwärtsspirale. Oder ich kann sagen, Moment mal, nee, ich will ja eigentlich woanders hin. Ich will ja schon dahin, wo es schön ist, wo die Menschen respektvoll miteinander umgehen und respektvoll mit diesem Planeten umgehen, der so kostbar ist, dass mir die Tränen kommen, wenn ich dran denke, was da alles an grausamen und entsetzlichen Dingen passieren. Und wir können, aber jeder von uns kann eben diese Qualität als Mensch, die kommen jetzt ja auch ans Licht, damit sie gesehen werden. Es kommen ja so viele Dinge ans Licht im Moment, die vor ein paar Jahren, wer hätte man noch gesagt, so Verschwörungstheorie, jetzt sind sie im Mainstream, laufen sie im Fernsehen. Und das ist meines Erachtens auch ein Hinweis, ein Zeichen für den Bewusstseinswandel, dass wir jetzt die Dinge wahrnehmen, auch die breite Masse, die eigentlich noch zu schlafen scheint, aber immer mehr sieht, wir werden doch eigentlich nur rund um die Uhr verarscht. Und die Politiker, die letzten vorher noch gesagt haben, mit uns wird es keine PKW-Maut geben, die werden es jetzt doch durch mitmachen. Gut, aber da haben wir ja auch ehrlicherweise die Ansage von der Kanzlerdarstellerin, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor der Wahl gesagt wird, nach der Wahl noch Gültigkeit hat. Und das wird künftig auch so sein. Also so ehrlich sind unsere Politiker, da das muss muss man man ehrlich sagen. sagen, du hast es ja gesagt bekommen. Oder Seehofer sagt, die Leute, die gewählt sind, haben nichts zu sagen. Und die Was bestimmen, zu sagen sind haben. diejenigen, die nicht gewählt sind. Also insofern ist das ja auch, da haben Sie ja durchaus Klartext geredet. Aber jetzt nochmal zurück, wenn jemand wie Jesse, der bei dir im Interview eben genau von einer solchen furchtbaren, für ein Kind, furchtbaren Kindheit des Missbrauchs schildert, wie er Politikern zugeführt wurde, mit, was ich was, 11, 12, 13 in der Größenordnung,
dann sind das Dinge, die man sicherlich auf der Politikerseite aber auch leider oder bezeichnenderweise in den Medien nicht gerne hört. Aber da wäre ich schon auch bei dir zu sagen, solche Dinge müssen eigentlich auch mal offengelegt werden und können nicht einfach nach dem Motto, wir wollen die rosarote Wölkchenwelt haben, dann einfach unter den Tisch gekehrt werden. Dafür ist auch, das ist mal auch jemanden wie ihm und seinen Leidensgenossen, die es ja bis auf den heutigen Tag gibt, Ja. schuldig zu sagen, ihr habt persönlich ein furchtbares Schicksal erleiden müssen, dann müsst ihr wenigstens auch mal darüber reden können dürfen. Absolut, das ist meines Erachtens wichtig. Wie gesagt, man kann es auch so sehen, wenn jetzt alle Menschen wirklich in Licht und Liebe wären, dass dann vielleicht diese dunklen Sachen einfach nicht mehr klappen würden aus aus energetischen Gründen. Das kann ja auch so sein, nur die meisten Menschen sind ja nicht in dieser Licht und Liebe. Und wenn wir sagen, wir dürfen nur noch auf Licht und Liebe gucken und nicht mehr auf die negativen Dinge, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wir müssen uns schon. Es ist wie ein Alkoholiker, der nicht erkennt, er hat ein Alkoholproblem, dann wird er das auch nie loswerden. Erst wenn er weiß, gut, ich trinke nicht viel, aber das meiste verschütte ich. Erst wenn er erkennt, er hat ein Alkoholproblem, dann kann er es verändern. Und wir müssen erst mal erkennen, was auf diesem Planeten für Probleme sind. Das erkennen wir jetzt immer mehr, sie werden immer deutlicher. Und wie gesagt, der Atommüll, der spült uns irgendwann vor die Küsten, obwohl wir es eigentlich da hinten ausgelöst haben. Und jetzt landet es doch vor unseren Füßen. Das ist einfach so. Ich denke, die Schöpfung ist schon so gestaltet, dass im Grunde das, was wir in die Welt senden, irgendwann zu uns zurückkommt, dass wir gucken und sagen, das ist ja irgendwie scheiße. Und dann kann man aber sagen, das hat ja mit mir nichts zu tun, aber wenn wir ehrlich sind, sagen wir, naja, im Grunde hat es schon was mit mir zu Das hat tun. Ich habe ganz, ganz schnell was mit mir zu hab tun. die Sachen immer dem Nachbarn über den Zaun geworfen und jetzt kommt das auf einmal zurück. Da kann ich mich nicht beschweren. Und diese ganzen Dinge, die kommen jetzt hoch und das ist auch, denke ich mal, ein Aspekt des Wandels. Das mit Liebe und Licht kann man ja dennoch auch dieses liebevoll betrachten und sagen, okay, das haben die Menschen bisher so gemacht. Ich will es auch nicht beurteilen. Der andere Aspekt wäre eben wirklich so ein Rachegedanke. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, also da bei den Leuten, die das gemacht haben, die muss man alle aufknöpfen oder Schwanz ab oder sonst was. Ich bin da überhaupt nicht rachsüchtig. Ich sagte nur, denke nur, das muss einfach gesehen werden, damit es einfach nicht mehr funktioniert. Der Fall Antonia ist dasselbe in einer etwas andergelagerten Form, weil es auch da überhaupt nicht um das Thema Rache oder sonst irgendwas geht, sondern dass man die Möglichkeit durch die Information und die Aufklärung, das ist ja letztendlich auch die erste Stufe von Bewusstseinswertung, die Möglichkeit hat, nicht nur einem solchen Mädchen und den Eltern, sondern all denen, die in einer vergleichsweisen Situation sind, eine Hilfestellung zu geben, zu sensibilisieren. Insofern Es kann ja nicht sein, dass eine Richterin ein Kind aus der Schule abholt und es in ein Heim bringt. Das ist ja nicht die Rolle einer Richterin. Da fragt man sich wirklich, warum da nicht ein Aufschrei eigentlich durch die Medien geht. Aber gut, das Ja, ist. und was ist der vermeintliche Grund? Ja, lächerlich. Zumindest also für mich. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Wir hatten das Thema, du hast es mit der Dagmar gehabt, dass jetzt im Grunde die Eltern nachweisen müssen, dass das Kind bei ihnen besser aufgehoben ist als im Heim sozusagen. Das heißt, die Beweisumkehr, Beweisumkehr, das kann es ja nicht sein. Das ist ja eigentlich das Natürliche, dass ein Kind zu Hause sein will. Und die Antonia will ja bei ihren Eltern sein. Und es kann ja nicht sein, dass sie ins Ausland fliehen müssen, damit sie zusammen sein können. Und dass sie im Heim gesagt hat, die Eltern rufen nicht an und so weiter, während die Eltern dauernd versuchen, das Kind zu erreichen, also sie dürfen aber nicht. Da ist doch irgendwas im Argen. Und dann ist es ja nicht zu sagen, ach, Licht und Liebe, sondern da muss man einfach mal hingucken und sagen, wie gesagt, auch nicht Rache, sondern einfach, das ist so, aber das müssen wir ändern, das ist kein Zustand. Einfach auch die Sensibilisierung dafür, wenn sich eine Gesellschaft in diese Richtung verschiebt, dass also ein Staat in zunehmender Weise den Eltern die Kinder wegnimmt, mit immer fadenscheinigeren Gründen, das Ganze ein Riesengeschäft zu sein scheint, um irgendwelchen Heime zu finanzieren und so etwas, dann sollte man aufwachen, man sollte
darüber sich Gedanken das machen. Können deine und meine Kinder sein oder die vom Zuschauer und auch die vom Politiker oder vom Polizisten oder von wem auch immer, der da oder vom Richter. Das kann ja jeden treffen. Das heißt, wenn wir diese Dinge aufzeigen, dann eigentlich nur um zu sagen, irgendwann sind wir dran und wir müssen dann dringend etwas verändern. Sonst, vor allen Dingen, wir kriegen oder unsere Elterngeneration hat stets vorgehalten bekommen, die Augen nicht offen gehabt zu haben, als sich eine Gesellschaft in einen Totalitarismus entwickelt hat. Wir stehen in der heutigen Situation, in der gleichen Situation. Wir sollten die Augen offen halten, wenn eine Gesellschaft totalitärer und ein bürgerlicher Faschismus sich entwickelt. Das sind Dinge, wo man nicht sagen kann, naja gut, also das ignoriere ich, weil ich an eine gute Welt glaube. Also da muss man auch selber noch ein bisschen was für tun. Ich denke auch, man wird uns das später vorwerfen, warum habt ihr nichts getan? Gut, was kann ich tun? Und wie gesagt, das ist in meinem Fall ist es eben nur, dass ich diese Dinge weitergebe, die ich denke, dass sie wichtig sind zu wissen. Und wie gesagt, früher habe ich es gemacht mit kleinen Zetteln, die ich verteilt habe auf dem Fotokopierer. Heute haben wir andere Möglichkeiten und darüber bin ich froh. Und ich glaube, wir können wirklich sehen, dass sich die Welt wirklich im Wandel befindet. Und auch wenn viele Leute sagen, ja, wo siehst du das dann wirklich? Die meisten Leute schlafen noch, die wählen noch und kriegen nichts mit und so. Ich glaube, das sieht oberflächlich so aus. Aber die Massenmenschen sind auch gar nicht entscheidend. Es sind immer einige wenige, die anfangen, neue Gedanken zu denken. Und dann breitet sich das aus. Du kennst das Beispiel mit dem 100. Affen, dass sich irgendwann so viele Menschen mit etwas beschäftigt haben, dass das Bewusstsein sich dann, das springt dann über auf Menschen, die gar keinen physischen Kontakt haben, einfach weil das Bewusstsein sich überträgt. Und das, glaube ich, in dem Prozess sind wir. Es sieht noch nicht so aus, dass die Massen wirklich aufwachen, aber sie bekommen natürlich ständig Impulse aufzuwachen und irgendwie den nassen Waschlappen sozusagen um die Ohren. Und wenn sie immer noch glauben, ja, ich wähle dann bei der nächsten Wahl halt wieder was anderes, wenn sie meinen, das ist die Lösung, dann werden sie es irgendwann auch nicht mehr glauben. Aber wir befinden uns da im Wandel. Also ich, auf der anderen Seite, du hast gesagt, Orientierung liefern, Vorschläge, Modelle. Das ist ja etwas, was, glaube ich, uns beide von so anderen Aposteln hier auch unterscheidet, dass wir nicht mit dem absoluten Wahrheitsanspruch daherkommen, sondern sagen, gut, das stelle ich mal zur Diskussion, das stelle ich mal zur Diskussion. Ich würde jetzt niemanden verurteilen, der sagt, ich wähle, halte von Wahlen nichts, gehe da auch nicht hin, mache auch bei diesem ganzen Spiel nicht mit. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Andere gehen hin und meinen, also ich setze